Sonntag, Check 24 Dorfwasser. Herzlich willkommen. So, 22. Spieltag und die Luft wird immer dünner für Werder Bremen und für den Trainer, für Florian Kohfeldt. Gestern in Leipzig gab es wieder nichts zu holen. Dementsprechend groß auch der Frust beim Werderaner Trainer. Und wir fragen natürlich, heute Morgen ist er wieder beim Training, da haben wir auch ganz frische Bilder gesehen. Etwas besser gelaunt, hier sehen wir es. Grüß alle ganz, ganz herzlich. Aber macht es noch Sinn, mit ihm weiterzumachen oder muss Werder irgendwann jetzt die Reißleine ziehen? Der Knaller der Woche, das war natürlich der Hauptstadtclub. Der Rücktritt von Jürgen Klinsmann, er ist mittlerweile wieder in Kalifornien. Sein Nachfolger ist der Co-Trainer Alexander Nuri. Der hat gestern in Paderborn 2:1 gewonnen. Aber was ist los und was passiert mit dem Big City Club in Berlin? Viel besser ist die Stimmung natürlich bei Borussia Mönchengladbach. Gestern Abend endlich mal wieder ein Auswärtssieg. Sie sind immer noch dick im Geschäft, im Rennen um die Meisterschaft und die Champions League. Sehr zur Freude des Vizepräsidenten. Hier ist Rainer Bonhoff. Du weißt, am Anfang kriegt man immer die leichten Fragen hier, ne? Ja, ich habe hier noch nie eine schwere Frage gehabt. Ah ja, okay. Das wird sich nachher ändern im Laufe der Sendung. Was haben wir beide gemeinsam? Wir waren mal zusammen, glaube ich, Europameister oder sowas, ne? Du mit dicken Knien und ich mit dem dicken Kopf. Ich dachte, dicken Hals hast du gesagt. So, erste Frage, wunderbar gelöst. Zweite. Was haben wir fast gemeinsam? Ich gebe dir kleine Hilfe, eine kleine. Du hast ein Motorbike oder so. Nein. Schau mal auf dieses Foto. Ach, du, mein Lieber, mein Vater. Jo. Also das bist du übrigens. Ja. Ne? Das wir hatten uns beide mal Locken, oder wie? Nee. Du hast am Ende deiner Karriere 6 Spiele für Hertha gemacht. Und du? Ein Tor geschossen, ne? Ja. Ich 5. Tore oder Spiele? Spiele. Ja. Siehst du, also hast wieder was gelernt. Ja, heute, Veteran bin ich. Lass uns auf gestern schauen. Das 2:1 von euch. Wunderbar rausgespielt, ne? Alle Tore waren. Ach so, ja. Marco, ja, schön. Nee, alle Tore waren eigentlich toll gemacht. Klatscht schon vorher, guck mal. So, hier. Nee, das war schon, ich glaube, der Regisseur hat ein bisschen dazwischen geschnitten, aber ist schon nicht verkehrt, ne? Oder? Kann man so machen, oder? Oder? Finde ich schon gut. Verstehen sich die Jungs, also sieht macht auch Spaß, dazu zu gucken. Wie weit es noch geht, verrätst du uns in den nächsten 2,5 Stunden. Und so weiter an Gäste. 2,5 Stunden? Ja. Das Mitglied der Chefredaktion bei Sport1, Dirk Seemann. Freier Journalist, hat unter anderem einen Podcast, Rasenfunk. Er ist zum ersten Mal dabei heute, ne? Max Jakob Ost. Morgen. Über 20 Jahre ist er Funktionär in der Bundesliga und bei der DFL. Andreas Rettich. Ja. Er hat fast 300 Bundesligaspiele. War immer eklig, gegen ihn zu spielen, das darf ich ruhig so sagen. Und ist Hertha-Mitglied. Axel Kruse. Ja. Und unser Sport1-Experte, Marcel Reif. Und an der Stelle, Axel hat es extra sich gewünscht, ne? Schon mal was Kühles zum Trinken, alles alkoholfrei. Und damit begrüße ich auch ganz herzlich Ruth. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo zusammen. Also, die nächsten 2,5 Stunden. Und es wird einfach nicht besser für Werder Bremen. Auch das Kurztrainingslager hat nichts gebracht, wie wir gestern an der 0:3-Niederlage gegen Leipzig gesehen haben. Florian Kohfeldt gibt sich nach wie vor kämpferisch und die Klubführung hält auch an ihm fest. Aber der Abstieg rückt einfach unweigerlich immer näher. Und wir wollen von Ihnen wissen, liebe Zuschauer, soll Kohfeldt Trainer bleiben? Sie kennen die Nummer 01379011011. Facebook, Twitter sind Ihre Anlaufstellen. Oder unser Live-Blog online auf sport1.de. Da können Sie also wie immer mitdiskutieren und abstimmen und das Ganze auch in unserer niegelnagelneuen Sport1-App. Da finden Sie unter anderem auch einen Artikel über die Horrorzahlen von Kohfeldt. Also gerne einlesen und dann mit abstimmen. Wir freuen uns, wenn Sie in der Sendung mit dabei sind. Dankeschön. Danke, Ruth. So, die Bilanz des Grauens ist um ein Kapitel reicher geworden. Werder hat aus den letzten 9 Bundesligaspielen haben sie 8-mal verloren. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Und die Frage ist natürlich für viele Bremer, wie soll es denn weitergehen? Und soll es mit dem gleichen Trainer weitergehen?
Hören ihn seine Spieler noch? Beziehungsweise hören sie noch auf ihn? Und wenn ja, warum ist in dieser Mannschaft seit Monaten nicht die geringste Entwicklung zu erkennen? Kurztrainingslager in Leipzig vor der Partie. Das Verhalten bei Standards haben Kofelds Männer dort wohl nicht trainiert oder nicht richtig. Freistoß Leipzig plus Gegentor, wieder mal ganz simpel. Verdammt nochmal. Danach Eckball Leipzig plus Gegentor, bereits zum 10. Mal in dieser Saison. Werder ist mit Abstand das anfälligste Team bei gegnerischen Ecken. Und kein Bundesligist kassiert so viele Gegentreffer unmittelbar nach der Pause. Ein langer Ball, Abwehr überspielt. Gegen Werder reichen eben die einfachen Rezepte. Und nach vorne geht sowieso nichts. Seit fast 12 Stunden sind die Bremer ohne selbst erzieltes Ligator. Wirklich grässliche Werte aus sportlicher Sicht. In Bremen halten sie es eben eher mit den moralischen Werten. Loyal sein, Vertrauen haben, zusammenstehen. Dass die Werder-Verantwortlichen trotz der Misere an Florian Kohfeldt festhalten, dafür gebührt ihnen einerseits Respekt. Andererseits müssen sie sich die Frage gefallen lassen, ist die Treue zum Trainer wirklich wichtiger als der Klassenerhalt? Hast du den Zuschauer formuliert von uns? Oder? Nein, wir werden es hier nicht entscheiden, auch nicht per Abstimmung, ob er noch Trainer bleiben soll. Das müssen die in Bremen selber lösen. Nur das ist ja die entscheidende Frage. Hier geht es ja nicht um Moral, um Ethik. Es geht auch nicht um Haltungsnoten, sondern einfach, wenn Sie überzeugt sind, Sie kriegen es mit ihm hin. Oder aber Sie im Hinterkopf haben Sie, wir steigen mit ihm ab, bauen neu auf und steigen wieder auf. Ist das alles völlig in Ordnung. Nur, er hat gestern 3 kluge Dinge gesagt in einem Interview. Also erstens, es geht um 3 Fragen. Habe ich noch Lösungen? Er sagt, ja. Ich glaube, ich habe noch Lösungen, wie ich da rauskomme. Zweitens, glaubt mir, die Mannschaft hört sie mir zu? Ja. Na, dann müssen wir es aber auch dann müsstest du es auf dem Platz mal sehen. So hast du. Und drittens steht die Führung hinter mir. Das ist das Einzige, wo du das Gefühl hast, das glaube ich dir jetzt, ja. Ich mag es nicht entscheiden. Sie müssen wissen, was Sie tun. Nur auf dem Weg sind Sie im freien Fall in die zweite Liga. So steht es im Moment, sieht es aus. Ja gut, man muss auch sagen, also die Bremer haben uns gegenüber den Vorteil, die Entscheidungsträger, dass sie alle mehr wissen als wir hier. Ja? Also die sind näher dran, kennen die Dinge, können es viel besser beurteilen. Und ich glaube, das ist immer das, was auch das Problem darstellt, dass man von außen sich irgendwo selber seine Meinung bildet, aber letztlich nicht alle Fakten hat. Und oft ist es so, dass wenn du im Besitz aller Informationen, aller Fakten, aller Dinge bist, kommst du oft zumindest auch in der Nachbetrachtung zu den Ergebnissen, die Verantwortlichen getroffen haben. Andreas, aber Fakten sind 90 Minuten gestern von Anpfiff bis Abpfiff. Ja, Marcel, das stimmt. Aber du musst am Ende auch wieder sagen, wenn du eine Trainerentscheidung ist die wichtigste Personale, wie wir ja auch aus anderen Vereinen kennen. Und da sage ich dann schon einmal, das machst du dir nicht so einfach. Und da musst du abwägen als Vereinsverantwortlich und musst sagen, okay, wer verspricht mir den höheren und größeren Erfolg als der, den ich habe? Und wenn der da ist, einen so und aus der Wahrnehmung von mir, muss ich sagen, macht er einen exzellenten Job, jetzt ungeachtet der Ergebnisse. Ja, das hat ja einen Grund, warum am Ende alle Reihen geschlossen sind in Bremen. Das finde ich bemerkenswert und klasse, dass man sich da nicht von seinem Weg abbringen lässt. Das ist aber kein Selbstzweck. Auch das gehört natürlich dazu. Andreas, das Ergebnis muss natürlich irgendwann auch stimmen. Ne? Klar, aber wo ist der Trainer, der morgen... Wir wollen jetzt nicht rausschmeißen, aber... Nein, aber wo ist morgen der Trainer, der dir den Klassenerhalt garantiert? Ja, das ist ja auch immer eine Blackbox, wenn ein neuer Trainer irgendwo hinkommt in der Frage. Und deswegen muss ich sagen, wenn die Dinge, die du ja richtigerweise angesprochen hast, bei den Entscheidungsträgern angekommen sind, nach dem Motto, jawohl, das ist der Richtige, ja, dann finde ich es großartig, sich auch zum Trainer zu bekennen. Gut. Aber du läufst Risiko. Es ist, so wie wir bei denen sagen, na, die werden es ganz sicher nicht, aber es ist wieder ein Spiel weniger, wieder ein Spiel weniger. Die sind immer noch dabei. Also aber irgendwann jetzt, muss man es. Und Marcel, hier ist ein Spiel weniger. Wir reden über eine Personalie, die wir nicht beurteilen können. Deswegen, wir können nicht und sagen, deine Argumente, die er ja selber gestern gebracht hat, sind klar, auch verständlich. Hm. Aber der andere Punkt ist, für uns jetzt mal darüber nachzudenken, wenn du als Bremen nach Leipzig fährst, da fährst du nicht hin, weil du da mal eben gewinnst. Ja, so, dementsprechend ist das was wir heute diskutieren, eigentlich gar nicht relevant. Also hätten Sie gar nicht hinfahren sollen, oder? Nein, darum geht es ja nicht. Sondern es geht darum, dass du Nähere in deiner Nachbarschaft in der Tabelle hast,
Wenn du da die Spiele verlierst, dann kannst du darüber nachdenken. Von den Spielen haben sie aber nicht mehr so viele, ja, ehrlich gesagt. Das ist schon mal das Problem. Ist das Problem. Da geht es schon mal mit los. Und im Moment müssen sie hoffen, dass die haben da unten so eine eigene Dreierliga jetzt gerade. Und in dieser Dreierliga musst du irgendwie bestehen, weil dann wirst du vielleicht 16. Vielleicht rutscht oben noch einer mit rein. Dann hast du da unten so ein eigenes Gefüge. Und wenn du da glaubst, du kommst mit dem Trainer weiter, aller Ehren wert, wenn mein Andreas, immer so, wissen wir nicht, neuer Trainer, garantiert keine Punkte, aber was gerade jetzt passiert, die Zahlen, und das war ja richtig dargestellt im Film, wie die dastehen und was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, das ist zu wenig. Du kannst es ja mal runterbrechen, ich habe mir das mal angeguckt, Tore geschossen haben sie 25, also Hertha hat 9 Punkte mehr, die haben nur 27 geschossen. Ja. Reingekriegt haben sie 51 und in dem Bericht kam gerade rüber 10 Tore nach Ecken, aber insgesamt 17 nach Standardsituation. Mhm. Und jetzt kannst du dir doch die Frage stellen, als Vereinsführung, kommt der neue Trainer und kriegt er das hin, dass die nicht mehr so viele Gegentore nach Standardsituation kriegen. Jetzt bin ich bei Helmes, du warst der Verteidiger, kann man das üben? Kann man, sagen wir, nach Ecken, Freistößen, kann man das als Verteidiger? Ich finde ja, also ich habe gestern ja auch irgendwo gehört, das ist ganz schwer zu trainieren. Also wenn irgendwas gut zu trainieren ist eigentlich, zumindest also einteilen kann man das richtig. Gegen und für Standards. Ja, oder, Rainer? Ja, ja. Ich meine, wir haben es bei der Nationalmannschaft sogar aufs leere Tor immer gemacht. Das war ja, auch das sensationell. Das war ja einfacher für euch. Ja, ja, damit wir mal das Tor ohne getroffen Bälle da. Nein, aber... Du musstest dich ja mal vom Abwehrspieler lösen zum Beispiel. Damals war ja nur Manndeckung, ne? Ich kann mir da auch keine Meinung darüber bilden, ob man das trainieren kann oder nicht. Ich kann dir nur eins sagen. Ich war 18 Jahre alt, eins meiner ersten Spiele in Rostock. Und da hat der Trainer gesagt, übrigens bei Standardsituationen, die Nummer 8, das ist dein Gegenspieler. Und wenn der ein Tor macht, dann sitzt du schneller neben mir, als du denkst. Ich hatte so eine Angst, dass der mich dann nach 2 Minuten auswechselt, wenn mein Gegenspieler ein Tor macht. Also hing ich an dem dran. Nur damals konntest du auch mal festhalten, konntest du dich mit dem zusammen hinschmeißen. Das da kannst du heute gewinnt. Auch noch machen, theoretisch. Aber da gibt es einen Elfmeter. Ja, das deswegen sage ich ja, ich bin mir da nicht ganz sicher, ob man das üben kann, Standardsituationen abzuwehren. Aber Rainer, ja? Doch, das geht. Du musst natürlich, die Situation ist ja heute, jeder hat einen videotechnischen so eine. Kann sich auf die Standardsituation im Laufe der Woche einstellen. Macht man auch eigentlich. Ja. Ja. Aber unsere Diskussion zeigt doch schon ganz gut die ganze Problematik. Und das zieht sich jetzt ja auch durch die letzten Wochen. Also ähnlich ratlos wie wir sind und ähnlich viele Argumente, die wir hereinwerfen können, so geht es ja den Verantwortlichen vor Ort auch. Und es stimmt natürlich, was Andreas sagt, dass wir nicht alle Fakten auf dem Tisch haben. Es stimmt aber auch alles andere, was hier in der Runde gesagt wurde. Und das ist genau das Problem. Und man wird kurzfristig, wird man, glaube ich, immer Argumente finden, den Trainer zu wechseln. Sogar alle Trainerentscheidungen des HSV und des VfB in den letzten 10 Jahren waren nachvollziehbar. Es gab immer kurzfristige Argumente. Aber mit welchem Ergebnis? Ja, die gerade von dir genannten Vereine haben die Trainer gewechselt und sind abgestiegen. Genau. Deswegen machen sie es ja in Bremen seit vielen Jahren richtiger. Sie hatten mal so eine Phase, wussten sie gar nicht mehr, wie es weitergehen soll. Da ging es drunter und drüber. Das haben sie prima hingekriegt, deswegen reden wir immer vom Bremer Weg. Ja? Sie haben natürlich gemeinsam mit ihm auch diesen Kader dahingestellt. Mhm. Also das hat Kohfeldt genauso wie Bode und wie Baumann, das haben sie gemeinsam gemacht. Insofern, du kannst ihm nur sagen, der Trainer ist es, weil sie haben ihm auch einen Kader, der offensichtlich viele, viele Schwächen hat. Defensiv, nach vorne, Verletzungspech, kommt alles zusammen. Deswegen, ich traue mich nicht, hier zu sagen, ihr müsst von diesem Weg abgehen. Ich weiß nur, ich gucke mir das Spiel gestern an, ich gucke mir die Gegentore an und ich gucke auf die Uhr und auf die Tabelle und auf den Spielplan und sehe wieder ein Spiel weg. Und noch ein Spiel weg. Aber das ist ein Argument auch dafür, am Trainer festzuhalten. Ich sage auch warum. Weil du außerhalb der Transferperiode jetzt bist. Du kannst also personell von außen nichts mehr verändern. Das heißt, also der die Mannschaft am besten kennt, ist in der Verantwortung da. Jeder neue Trainer muss die Mannschaft kennenlernen. Und dann rennt dir, um mal bei deinem Beispiel zu bleiben, die Spiele weg. Ja? Und bis der am Ende jeden Spieler richtig analysiert und versteht, ob er in Stresssituationen so oder so sich verhält, ist die Saison am Ende. Andreas, übrigens, wenn man mich musst du nicht überzeugen. Wenn du einen neuen Trainer holst, ist ja auch die Frage, Werder Bremen spielt ja immer noch aktiv. Also es ist ja keine Mannschaft, die sich hinten reinstellt. Also die versuchen nach vorne zu verteidigen. Also spielen einen aktiven Fußball. Jetzt kannst du dir natürlich als Vereinsführung die Frage stellen, okay, vielleicht hole ich jetzt einen, der einfach so sich an der Mittellinie hinstellt, hinten dicht macht und vorne hilft der liebe Gott. Ist das aber die richtige Spielweise für diese Mannschaft? Aber hast du die Spielercharaktere dafür? Ganz genau. Und deswegen sage ich ja, das ist nicht so einfach, jetzt zu sagen, ich hole einfach mal einen neuen Trainer, der erzählt ein bisschen, legt die Hand auf und dann mit einmal funktioniert. So, jetzt guck mal, jetzt
Sie haben ja schon relativ viel ausprobiert, ne? Ich halte übrigens von diesen Kurztrainingslagern nichts. Ich weiß nicht, ob hast du das mal gemacht? So von was? Kurztrainingslager? Hör auf. Das sind wir übrigens, also bei mir ist, jetzt, das in Leipzig, wir haben ja eben gesagt, du fährst nicht nach Leipzig und putzt mal RB da mal kurz weg. Da habe ich diese Idee mit dem Trainingslager nicht verstanden. Also das würde ich machen, wenn ich auf einen Gegner treffe, wo ich eine vernünftige Chance habe zu gewinnen. So ist dieses Mittel, ihr Kurztrainingslager ist weg jetzt. Das funktioniert doch nur, wenn du... Kannst du nicht nächste Woche wieder kommen. Aber dass sagst, du in Leipzig verlieren kannst, das... Ja, nach Leipzig kannst du nächste Woche, du brauchst ja nicht mehr fahren. Bitte? Nach Leipzig brauchst du auch nächste Woche nicht mehr Trainingslager fahren. Nein, du kannst es auch bei Vereinen machen, wo viele Zuschauer beim Training immer da sind, weil du deine Ruhe haben willst. Da kannst du es auch machen. Aber in Bremen ist jetzt nicht unbedingt, wo jetzt da auch Druck von außen kommt. Medienmäßig ist das jetzt auch nicht so ein Riesendruck, glaube ich, in Bremen. Finde ich, deswegen macht das nicht unbedingt Sinn. In Berlin wird es Sinn machen bei 7-Tages-Zeitung, dass du da mal deine Ruhe hast und von Journalisten auch ein bisschen Abstand. Klingt schon ein bisschen nach Aktionismus. Und aus Erfahrung kann ich auch nur sagen, du gehst ja auf die Nerven dann auch, ne? Die Spieler, wenn du wenn ich dich jetzt jede... Mir reichen schon die 2,5 Stunden, weißt du? Ja, nein. Komm, jetzt gehen wir mal ins Spiel rein. Schauen vielleicht mal auf die Fehler. Also die 18. Minute. Wobei ich glaube, dass Schick den selbst reinmachen wollte, oder? Standardsituation. Rainer, erklär uns mal, was man da besser machen kann. Ziemlich alles. Ja, ne? Ja. Relativ wenig gut gemacht. Also sie sind in Überzahl, ja, im 5-Meter-Raum, da sehe ich mehr Dunkle als Weiße, ja, und mehr muss man da nicht sagen. Ne? Es ist ja ein Bewegungsstarre gewesen bei dem Kopfball, ne? Also da musst schon auf deinen Gegenspieler achten und musst ihn versuchen zu bekämpfen. So. Mhm. Und nach dem Kopfball war ja auf dem zweiten Pfosten hinten war ja Bewegungsstarre und er kommt von hinten rein, also da musst du schon ein bisschen am Mann bleiben, wie der Axel schon gesagt hat, also jetzt halt mal, den musst du. Ne, sonst sitzt du näher bei mir auf der Bank. So. Und das sind alles so Sachen, die sicherlich auch aus der Tabellensituation herauskommen. Mhm. Bewegungsstarre, wir hatten auch schon Ballwatching hier. Wir lernen immer dazu, Marcel, weißt du. Ne? Das 2-0, dann für Leipzig. Axel? Also wenn du in Leipzig spielst, und kriegst aus dem Spiel heraus kein Gegentor und kriegst zwei so eine Tore. Jetzt ganz ehrlich, jetzt fällt mir echt nicht ein, was der Trainer jetzt anders macht. Nee, ne? Ja, das ist ja zu leicht. Also das ist ja, war ein kleiner Schubser. Ja. Muss ich aber vielleicht mal mit rechnen. Aber es reklamiert dann auch keiner. Guck mal. Ne? Ja, genau. Aber das ist natürlich, wenn ich, wie gesagt, in Leipzig, das lief ja bis dahin einigermaßen okay. Und dann kriege ich zwei so eine Gegentore. Na, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich nur 17 Punkte habe. Aber die Szene ist doch sinnbildlich dafür, was es gerade gegen Werder Bremen braucht, um zu gewinnen. Einen kleinen Schubser. Das reicht schon. Also ich finde tatsächlich, das ist ein bisschen symbolisch dafür. Sie stellen sich nicht dagegen. Nicht mit allem, was sie haben. Und in diesem Spiel ist es noch verzeihlicher als im letzten Spiel gegen Union Berlin zu Hause. Da hätte man kurz Trainingslager machen können, wenn man das... Aber hier Osako, der ist 1,50 gegen Schick, der ist 2 Meter. Das ist auch interessant. Es war ja Veljkovic, der weggeschubst wurde. Und deswegen ist das zu wenig, was wir hier in der Runde feststellen irgendwie. Wir gucken zwei Situationen, wo alle sagen, na, das sind Fehler, richtig gehend Fehler, die du trainieren kannst. Und ja, wir alle so Bremer Weg, ganz schön und so. Du kannst ja als Wirtschaftsunternehmen, dass sie auch in Bremen sind, kein Interesse daran haben, in dieser zweiten Liga zu landen. Und deswegen glaube ich, dass sie sehr wohl handeln müssen. Das ist schön, der Bremer Weg hat 1980 auch funktioniert oder wann. Und mit Thomas Schaaf auch noch. Aber es passiert in der Liga immer wieder. Wer will den Weg, wer geht den? Und dann sagen sie, wir haben es probiert. Und der Florian ist ein netter Kerl. Kommt übrigens auch komplett aus Bremen. Vielleicht brauchst du auch mal einen, der von draußen drauf kommt. Ja, der Junge ist seit 25 Jahren. Keine Ahnung. Also, ich glaube nicht, dass du so, wenn du so spielst und solche Ergebnisse lieferst, einfach so weitermachen kannst und nachher bist du 17. Nee, also, nur so weitermachen ist ja klar. Das werden die Bremer auch nicht wollen in der Frage. Aber ich sag nochmal, wo ist denn der Trainer, der am Ende dir morgen das Spiel die 3 Punkte garantiert? Ja, wo ist er? Dann sag's auch. Es gibt doch offensichtlich Einflüsse, wenn neue Trainer kommen, die zu 50% oder 70% statistisch, keine Ahnung wie oft, wenn das ein richtiger Kerl ist, funktionieren. Und offensichtlich funktioniert es im Moment nicht mit dem Trainer, der da ist. Das sind doch die Werte, die wir gesehen haben. Letzten 9 Spiele, 8 Niederlagen. Und zwar nicht nur gegen Kanonen. Union Berlin zu Hause als Beispiel. Mit einem extrem wichtigen Spiel, wie ich fand, weil da wusstest du. Und du kamst mit der Mumm von Dortmund auch noch um die Ecke gebogen. Ja, also ich glaube, da muss was passieren. Das ist der Lauf der Dinge in Fußballvereinen. Und ich weiß gar nicht, wieso wir uns dagegen jetzt sperren, weil bei Werder Bremen das so ein bisschen unüblich ist. Also okay, es sei denn, Werder hat das vor. Wie oft warst du in der Situation? In so einer?
Also ich muss sagen, wir haben den Freiburger Weg damals, da haben wir übrigens aus Freiburg nach Bremen geschaut und haben gesagt, Mensch, klasse, das ist wirklich eine Blaupause und das ist großartig, was die machen, wie ruhig die arbeiten, mit welcher Vernunft und perspektivisch in der Frage. Gut, wir hatten natürlich auch einen exzellenten Trainer mit Volker Finke. Ne? Und das ist ja das alles Entscheidende. Wenn du von einem Trainer überzeugt bist, dann gehst du mit dem auch durch den Sturm in der Frage. Und das haben die Bremer ja nun schon, wie du richtigerweise gesagt hast, damals auch mit Schaf ja auch umgesetzt. In der Frage. Ich habe selber einen Fehler gemacht, das darf ich sagen. Ja. Und er hat mir längst verziehen. Ich habe damals auch in Köln Friedhelm Funkel entlassen. Ja? Auch zu früh. Auch viel zu viele Einflüsse und nicht gestanden genug, mal den Rücken gerade zu machen. Friedhelm und ich haben uns längst wieder versöhnt in der Frage. Aber ich will damit nur sagen, wir haben dann auch relativ früh den Trainer gewechselt. Und im Nachhinein muss ich sagen, war es ein Fehler. Andreas, aber massiver Widerspruch. Also Freiburg taugt als Beispiel wirklich nicht. Freiburg, auch wir kennen uns, wir beide kennen uns aber in Freiburg, glaube ich, ganz gut aus. In Freiburg, das ist das große Pfund, ist, wenn wir absteigen, weil wir es nicht hingekriegt haben, wenn es am Trainer liegt, muss der Trainer weg. Wenn es aber nicht am Trainer liegt, steigen wir ab, weil wir es nicht hingekriegt haben, weil wir eigentlich nur ein freundlicher Gast in der ersten Liga sind und dann gucken wir, wie es weitergeht. Du hast eine völlig andere Gemengelage, als du sie in Bremen hast. Also wenn Bremen sagt, wir machen es jetzt ganz entspannt und dann steigen wir halt ab und dann steigen wir wieder auf. Hannover, Hamburg, Nürnberg, auch gern Kaiserslautern und andere. Was denn, das kostet auch viel Geld. Bitte, ne? Das ist heutzutage, wenn dir das Millionen. Passiert. Das aber guck doch mal auf den Zeitraum. Also erstmal glaube ich, dass wir den Freiburger Freunden Unrecht tun, wenn wir glauben, dass sie damit zufrieden sind, wenn sie mal absteigen. Nein, natürlich sind sie nicht zufrieden, aber die Welt geht nicht unter. Ich glaube allerdings, dass sie in Bremen eher untergeht. Ja, das mag sein in der Frage, aber wenn die Welt in Bremen untergeht, geht sie in Freiburg auch unter. Ne? Wenn ich mir das nicht erlauben darf. Ne? Anders. Anders unter, ja. Aber, du möchtest das Thema. Du möchtest jetzt schon das Thema wechseln. Aber ich wollte damit sagen, guck dir doch mal den 10-Jahres-Zeitraum an mit der Frage auf der einen Seite Kontinuität. Entscheidungsträger haben den Rücken gerade gemacht, haben an Christian Streich abgestiegen, festgehalten. Und schau dir die Vereine, die du alle genannt hast. Da kannst du noch Stuttgart anführen, Hannover, HSV, wie sie alle heißen. Wie viel Geld da verbrannt wurde auf dieser Zeit in der Frage, Kader umgewälzt worden sind und weiß der Kuckuck, was alles gemacht worden ist. Da sage ich mir ganz ehrlich, da ist mir der Freiburg und der Bremer Weg aber deutlich lieber. Da bin ich auch dabei. Frage ist nur, ist das noch realistisch, ne? So in der heutigen Zeit? Aber ja, ich finde, man muss halt dann auch überprüfen und das eigentlich jetzt auch unabhängig davon, ob man an Kofeld festhält und wie diese Saison verläuft. Man muss überprüfen, ist dieser Bremer Weg noch zeitgemäß? Und was ist vielleicht in den letzten 10 Jahren, in dem man in der besten Saison Platz 8 war mehrmals und ansonsten zwischen 12, 13, 14 jeden Tabellenplatz mal hatte? Was hat sich seitdem verändert? Und wenn man anguckt, was waren die Dinge, die Werder herausgehoben haben gegenüber der restlichen Liga, dann war das eine sehr gute Transferpolitik und eine sehr offensive und nicht ganz weit verbreitete Spielidee. Und wenn ich mir allein diese beiden Faktoren angucke und dazu noch die ein oder andere Personalentscheidung nehme im Umfeld von Bremen, dann würde ich schon einige Dinge mal hinterfragen. Ich finde, da muss man nicht alles dann wieder auf Null bügeln, aber da fehlen halt wichtige Elemente, gerade bei den Transfers. Ja, aber was sich auch noch, richtig, aber was sich auch noch verändert hat, es kommen auch andere Player hinzu. Genau. Ja? Die Wettbewerbssituation, hier, man sieht ja auch an der, wie viel Geld überall am Tisch liegt, bei dem Investorenclub Berlin. Das war so klar. Ja, also, das war so klar. Ja schön, das Häufchen da schon. Einmal das auch zeigen, bitte, was vor Andreas liegt. Nein, der Arme, aber ich wollte damit nur sagen, er hat immer ehrenamtlich gearbeitet. Genau. Ja, sehr gut, sehr gut. Nein, aber damit hat sich das Investoren-Thema und die Möglichkeiten, die zum Beispiel ein Verein wie Hertha hat, hat sich verbessert, ja? Während Bremen möglicherweise nicht in dem Maße Gelder akquirieren konnte. Das hört natürlich auch zur Wahrheit. Was ja die Situation so dramatisch macht, also wenn wir darüber sprechen, dass Werder Bremen eigentlich ein Erstligastandort ist, wenn man die ökonomischen Rahmendaten nimmt und vielleicht mal das Stadion ausklammert, das Stadion, dann sind die vielleicht gar nicht mehr so toll. Also ökonomisch ist das sponsorentechnisch eigentlich relativ alles ausgereizt. Und das macht die Lage jetzt so dramatisch. Sollte man absteigen. Also Baumann und Bode sind doch keine Idioten. Mann, die setzen sich doch auch hin und die überlegen, okay, gibt es jemand auf diesem Markt, der uns mehr Erfolg bringt, beziehungsweise uns da hinten rausführt oder nicht. Dann gucken die natürlich auch, die sprechen natürlich auch mit Spielern. Sag mal, wie seht ihr denn die Situation? Kofeld, erreicht er euch noch? So. Und dann setzen sie sich hin und sagen, ja, wie ist die Wahrscheinlichkeit höher? Wir behalten ihn
oder ist die Wahrscheinlichkeit höher, wir entlassen ihn? So, und das, diese Frage stellen die sich. Und im Moment sagen sie einfach, nein, wir halten zu Kohfeldt und wir bleiben dabei. Das hat mit Bremer Weg gar nichts zu tun, glaube ich. Das aber ist einfach nur normales. Wenn wir dann nochmal bemühen wollen mit dem Bremer Weg, dann ist Baumann und Bode doch genug Bremer Weg. So, mehr Bremen geht gar nicht aus den letzten 15 Jahren in meiner Wahrnehmung. Dann nimmst du die und dann gibt es Pizarro noch einen Job, wenn er aufhört. Und dann brauchst du aber einen neuen Trainer. Ich will, ist okay, aber schlecht. Trainer ist neu. Ich will es nur mal hinstellen, ohne es zu bewerten. Also Bode, Ex-Spieler. Baumann, Ex-Spieler. Danka, Skripnik, Nuri, Kohfeldt. Ich bewerte es mal nicht. Ich stelle nur fest, das ist alles eine interne Lösung, die, und zwar am Stück. Möglicherweise führt das auch zu Verschwiemelungen. Möglicherweise führt das dazu, dass man sich so gut versteht, dass man, was ich glaube, was bei Alofs und Schaf mal war, zu lange zusammen und irgendwann mal waren die wie Pat und Patagon und dann war keine Diskussion offenbar mehr möglich. Man darf sich das fragen, muss es immer die interne Lösung sein oder bräuchtest du nicht mal Wind, einen frischen Wind? Du musst mir gleich nochmal das Wort erklären, was du eigentlich gesagt hast. Verschwiefelung was? Oder? Verschwiemelt. Verschwiemelt, kenne ich nicht. Nein. So und du weißt, wir müssen jetzt wieder ein bisschen Geld verdienen, kennst du ja an der Stelle. Schalten aber gleich nach Bremen, Rasmus Godau ist vor Ort und dann noch der Jubler des Spieltages. Ja. Du weißt, wer das ist, ne? Ja. Hä? Mit der Fahne, der? Ja, der Mann ja, mit macht der Fahne. Er gerne, ne? Ja. Der Mann mit der Fahne. Also, da kann uns Rainer Bonhoff gleich eine ganze Menge zu erzählen. Kurze Pause, sind gleich wieder da. Hallo von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind wieder zurück beim Check24 Doppelpass, immer noch beim Thema Werder Bremen. Und der Trainer hat sich natürlich gestern nach der 0:3 Niederlage in Leipzig auch geäußert. Sie waren unter der Woche im Kurztrainingslager. Haben Sie einen Fortschritt gesehen im heutigen Spiel? Es fällt mir schwer, nach 0:3 von Fortschritt zu sprechen. Ich habe Dinge gesehen, die diese Woche gut waren. Ich habe Dinge gesehen, die untereinander passiert sind in der Mannschaft. Aber das ist jetzt nicht der Moment, über Fortschritte zu reden. Jetzt ist der Moment, ehrlich gesagt, die Fresse halten und weiterzuarbeiten. Ja. Man ist großartig, wie der sich immer hinstellt nach den Dingern. Das ist einfach großes Kino. Er stellt sich hin, ist authentisch und alles. Hochsympathischer Mensch. Ein guter Trainer, alles außer Frage. Alles außer Frage. Es geht nur darum, auf die Tabelle zu schauen und eine gewisse Serie zu beobachten. Anna, wie lange kann man denn das durchhalten, wenn die Ergebnisse nicht kommen? Also ich denke, wenn wir schon hier... Du warst ja auch mal Trainer, ne? Ja, ich habe das auch nicht geschafft. Das tut weh. Wann war das noch? 99? 98, 99, ja. Dann kriegst du aber auch kein Bein mehr vor das andere. Das tut dann echt weh. Mhm. So, und der Punkt ist, du wirst selber dann auch angegriffen. Also persönlich. Ja. Also, und ich glaube, dass der Punkt aber beim Florian noch nicht erreicht ist. Ich glaube, da hat er noch einiges im Petto, was er machen kann. Ich denke auch, dass die Verantwortlichen dies auch genauso sehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, das, was er gerade gesagt hat, das ist eben das, was er ihn auch so bremisch authentisch macht. Ja, also er sagt, wir können hier nicht argumentieren, wir müssen den Mund abputzen und weiter geht's. So, allerdings, und das ist das Thema, wenn die Serie, die er im Moment hingelegt hat, ich glaube 8 Niederlagen von 9 Spielen, da muss er dann schon mal drüber nachdenken. Jetzt haben sie 2 Heimspiele gegen Dortmund und ja, den machst du ja auch mal eben so. Bitte? Gegen Dortmund machst du ja auch mal eben so. Ja, und Eintracht Frankfurt, zu Hause haben sie 5 Punkte nur geholt. Marcel. Ja, ich will damit nur sagen, sicherlich sind die Verantwortlichen viel näher dran. Auf der anderen Seite weißt du auch nicht, was ist auf dem Markt, kriege ich in den letzten 13, 14 Spielen noch irgendwas gebacken. Um die Mannschaft so zu drehen. Aber ich glaube eher, dass jeder Einzelne sich mal in Frage stellen muss und muss sagen, geben wir wirklich alles. Denn das Verhalten bei den Standardsituationen, die wir vorhin gesehen haben, die waren ja jetzt nicht so wirklich, wo du sagst, ich bäume mich dagegen auf. Ja, man hat nur das Gefühl, der Trainer bäumt sich auf. Ne? Der ist sehr aggressiv. So, Ruth, was sagen denn die
die Fans, die User? Also was ich so im Netz finde, deckt sich ziemlich gut mit euren Einschätzungen und eurer Diskussion, weil anfangs auch gesagt wurde, so viele Argumente dafür und dagegen. Selten war eine Umfrage so ausgeglichen wie heute. Soll Kohfeldt Trainer bleiben? Das ist fast 50-50. Also 51% sagen nein. Und es bleibt dabei, dass er nicht nur viel Rückhalt im Club selber hat, sondern auch bei den Fans. Julian sagt, ich wüsste nicht, warum man den Trainer rauswerfen sollte. Halte ihn für einen der ganz wenigen Willigen. Die medizinische Abteilung scheint katastrophal zu sein. Da erwähnt er 192 Verletzungen. Dazu treten die Spieler unmotiviert, arbeitsverweigernd und unsicher auf. Und hier gibt es den Wunsch eines Werder-Fans. Ich hätte Bock auf ein Werder, das mit jungen Spielern, die für den Verein und fürs Spiel an sich brennen, unter Kohfeldt als Coach, was Neues aufzubauen. Und die Liga, das ist auch beachtend, ist ihm dabei schon fast egal. Jetzt wollen wir noch hören, was Sie gesagt haben, liebe Zuschauer am Dopafon. Wer Trainer des Jahres war, kann ja nicht alles falsch gemacht haben. Aber am Ende wird es wohl einen Trainerwechsel geben. Nur wer soll es denn machen? Ich bin der Meinung, dass Florian Kohfeldt nicht gewachsen ist, die derzeitige Krise zu beheben. Die Mannschaft hat sich leistungsmäßig in den letzten Monaten nur verschlechtert, ist im Kopf blockiert. Es wäre fatal, den Trainer zu entlassen. Das ist der Einzige, der Werder vom Abstieg retten kann. Die haben gestern gegen Leipzig verloren. Da werden alle anderen auch noch verlieren. Die Bremer Gelassenheit ist bewundernswert und die wird auch am Ende belohnt. So, wir gehen jetzt wie versprochen nach Bremen zu Rasmus Godau. Guten Morgen, Rasmus. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, die Runde. Das Kurztrainingslager hat auch nichts gebracht. Rasmus, was kann man jetzt noch tun? Oder was kann der Trainer vor allen Dingen jetzt noch tun? Ja, das ist hier die große Frage in Bremen. Florian Kohfeldt, der wirkte heute auf mich nicht ganz so deprimiert wie vielleicht noch in den letzten Wochen oder nach dem Spiel gegen Union Berlin. Der strahlt schon noch so eine gewisse Aufbruchstimmung aus. Und er strahlt auch aus, ja, ich kann das Ding hier noch drehen, ich bin hier noch der richtige Mann. Aber so langsam hat man zumindest das Gefühl, wenn man über Werder berichtet, dass so langsam hier auch die Personen mit ihrem Latein am Ende sind. Denn sie haben alles gemacht. Sie haben ein Trainingslager gemacht. Sie haben Spieler öffentlich angegangen. Sie haben sich aber auch schon mal schützend vor die Spieler gestellt. Also prinzipiell wurde alles ausprobiert. Doch es wirkt einfach nicht. Die Mannschaft kriegt es nicht auf den Platz. Die Mannschaft ist total verunsichert. Wie gehen die Offiziellen mit der Situation um? Ja, da bleiben sie ganz bei sich. Die sind total fest. Die stehen zu Florian Kohfeldt und Frank Baumann stellt das auch nochmal klar. Also das ist keine Nibelungentreue und weil wir so gut mit dem Florian befreundet sind. Nein, nein, die sind von dem überzeugt. Die sind davon überzeugt, Florian Kohfeldt ist der richtige Trainer und auch die Mannschaft. Also auch wenn man mit Spielern spricht, die sagen ganz klar, Florian Kohfeldt ist der richtige Mann. Der hat eine super Ansprache. Wir trainieren gerne unter ihm und sagen halt auch die Standards. Ja, da kann ja jetzt letztendlich der Trainer nichts dafür. Also ich finde, Werder ist in einer absoluten Zwickmühle. Ich selber finde auch, dass Florian Kohfeldt ein hervorragender Übungsleiter ist. Aber so langsam, ja, wie du schon gefragt hast, was könnte man noch machen? Und so mittlerweile, ja, ob es wirklich der letzte Impuls, ein Trainerwechsel vielleicht sein könnte, die Frage stellt sich natürlich. Liegt es wirklich auch daran, dass man, wir haben ja auch gerade darüber diskutiert, dass es auch schwer ist, jemanden zu finden für diese Situation? Jürgen Klinsmann ist ja frei jetzt. Wer ist frei? Jürgen Klinsmann. Andreas Rettig schlägt gerade Jürgen Klinsmann vor. So bissig heute. Ja, genau. Jürgen Klinsmann würde es wahrscheinlich auch für 10 Wochen machen und dann könnte Florian Kohfeldt wieder übernehmen. Nein, aber Spaß beiseite. Genau das sehe ich auch. Es ist möglicherweise auch eine Frage von Alternativen. Natürlich fällt da schnell der Name Bruno Labbadia. Der hat sogar Werder-Vergangenheit als Spieler. Aber ich glaube nicht, dass Bruno Labbadia das macht, weil der hat schon mal so klar gesagt, so einen Abstiegskampf möchte ich eigentlich nicht noch mal mitten in der Saison übernehmen. Also auch da stellt sich die Frage, findet Werder überhaupt einen Trainer, der mit dieser Mannschaft, die ausgerichtet und zusammengekauft wurde, um die europäischen Plätze anzugreifen, einen Trainer, der auf einmal Abstiegskampf mit genau dieser gleichen Mannschaft kann? Rasmus, wie ist denn das Medienecho in Bremen? Normalerweise geht es ja immer ganz ruhig dazu, in Bezug auf den Trainer.
Ja, ich bin ja auch häufig in Hamburg unterwegs und ich würde nicht gerne in Frank Baumanns oder Florian Kohfeldts Haut stecken, wenn das Ganze hier beim HSV stattfinden würde. Auch das Medienecho. Also es gibt noch nicht die großen zersplitterte Werder-Raute auf den Zeitungsblättern. Es wird noch nicht öffentlich gefordert, Florian Kohfeldt wird gehen. Natürlich wird die Frage gestellt, sollte man möglicherweise den Trainer wechseln. Aber explizit den Kopf oder den Job des Trainers zu fordern, dass der Trainer gehen muss, das gibt es hier nicht. Und das ist hier ein bisschen, in Bremen ist halt alles irgendwie ein bisschen anders. Lass uns noch eine sportliche Frage. Kevin Vogt hat sich gestern relativ schwer verletzt, sah zumindest so aus. Er ist gerade im Winter erst gekommen. Weißt du schon eine genauere Diagnose? Während wir gerade sprechen, ist Kevin Vogt beim MRT. Das habe ich gerade auch noch mal nachgefragt. Er wird gerade untersucht. Ich habe auch gefragt, und könnte es möglicherweise auch das Saison aus sein? Da sagt man bei Werder, nee, das glauben wir nicht. Aber dass der nur ein, zwei Tage ausfällt, ist natürlich auch ausgeschlossen. Also Kevin Vogt wird in den nächsten Wochen wohl Werder fehlen. Die genaue Diagnose, die haben wir noch nicht. Dann vielen Dank für deine Einschätzung, für die ganzen Informationen. Ich muss nach Bremen. Genau der Falsche verletzt sich wieder. Das ist so. Das ist, du denkst manchmal, das kann nicht wahr sein, aber ist so. Du wolltest schon sagen, wenn's, ne? Sag schon. Wenn, dann richtig. Frank Baumann saß hier. Dafür muss er nicht bezahlen. Nee, er hat sich ja drum gedrückt. Vor ein paar Wochen hat er gesagt, wenn es nicht läuft, hier, dann läuft es nicht. So. Und da ging es auch ein bisschen um das Thema, haben wir zu viel gewollt im letzten Sommer? Haben wir aus der Saison, wie wir sie hingekriegt haben, am Ende die falschen Schlüsse gezogen? Kohfeldt, ich, alle wir, und wollten wir dann Europa, wollten wir dann Dinge machen und haben uns getäuscht. Und das nimmt er mit auf die, das fand ich sehr, sehr ehrenvoll und prima, dass er das mit auch auf die eigene Kappe nimmt. Wir haben einen Kader zusammengestellt mit einer Ausrichtung, die jetzt in die völlig andere Richtung gelaufen ist, das Ganze. Und jetzt stehen wir da und müssen mit einem ganz anderen Ziel an die Sache ran. Das ist. Aber du sprichst es gerade an, Verantwortungsbewusstsein. Ich sag mal, ich kenne Florian Kohfeldt zu wenig, dass ich ihn natürlich beurteilen kann. Aber den Eindruck, den er vermittelt, ist er, glaube ich, seit 2001 mit Werder Bremen verbunden. Ich denke schon, dass er jemand ist, der dann am Ende auch sagt, ich habe jetzt wirklich das Gefühl, ich habe Zweifel und stellt seinen Job zur Verfügung. Hat ja gestern Abend gesagt, so, Werder steht über allem. Und das glaube ich ihm, wie wir das hier treiben. Und das glaube ich ihm, den Eindruck, den er vermittelt, glaube ich, dass das ein aufrechter, ehrlicher Vertreter ist, dass er dann auch tatsächlich sagen würde zu Frank Baumann oder Marco Bode, jetzt ist meine Zeit gekommen. Mhm. Okay, wir werden das natürlich weiter beobachten. Wir machen jetzt mal einen Spot. Dann sprechen wir mal bei euch ein bisschen jetzt. Ne? Wie du möchtest. Ja. Ja, in der Vorrunde bei Borussia Mönchengladbach mehrere Spieltage lang Tabellenführer der Bundesliga. Die Fans träumten schon von der ersten Meisterschaft seit 1977. Da warst du noch dabei, ne? Ja, da war ich. Gut, musst aber lange überlegen. Mittlerweile ist die Tabellenführung allerdings. 77 ist schon lange her, ja. Ja, Tabellenführung ist wieder futsch, aber nach dem Sieg gestern sind sie wieder richtig gut im Rennen. Der Dreikampf um den Titel bleibt ein Vierkampf. Gladbach lässt sich nicht abschütteln und hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Gegen Düsseldorf legt die Borussia sogar ihre Auswärtsschwäche ab. Leverkusen hat gewonnen, wir mussten nachlegen. Gegen hier 40.000, weil 10.000 waren von uns da. Ein Spiel, was wir letztes Jahr verloren haben, was dann eben auch noch einigen im Hinterkopf war von den Fans vielleicht. Glaube ich, haben wir uns eindrucksvoll zurückgemeldet. Gladbach demonstriert zur rechten Zeit Killerinstinkt. Und Marco Rose zieht erfolgreich Plan B, wenn Plan A nicht aufgeht. Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit hat Düsseldorf nach der Pause keine Chance mehr, weil Rose auf Viererkette umstellt und weil Thuram über links das spielentscheidende Tor auflegt und seine kleine Formkrise spektakulär beendet. Mit der Dauer des Spiels haben wir dann unsere Qualität immer mehr auf den Platz bekommen und dann, glaube ich, auch verdient gewonnen. Mit Marco Rose hat Gladbach eine neue Spielkultur entwickelt. Der Architekt des Gladbacher Aufschwungs heißt Max Eberl. Doch auch der Weltmeister im Hintergrund hat seinen Anteil am Erfolg. Vizepräsident Bonhof war in den ganz großen Zeiten der Fohlen aktiv beteiligt, hat aber auch den Niedergang hautnah miterlebt. Ein Ratgeber, der unverzichtbar geworden ist. Rainer ist jeden Tag am Trainingsgelände, kommt jeden Tag zu mir ins Büro. Mal sind die Gespräche länger, mal sind sie kürzer, aber so ist im Grunde unser Austausch. Bonhof ist stolz darauf, dass die Gladbacher Infrastruktur jetzt internationales Niveau hat.
Über die Schale wird offiziell nicht geredet. Aber ob die Borussia will oder nicht, Gladbach ist und bleibt ein Titelkandidat. Herr Bonhoff. Wäre doch schön, ne? Ja, oder? Wäre doch schön, oder? Ja, wir sollten erst noch mal ein paar Spiele spielen. Also es ist ja noch... So, ich nehme den 3 Euro ab? Nee, das mache ich schon selber. Ich bin ja noch nicht fertig. Ach so. Von Spiel zu Spiel kommt noch. Ach so. Nein. Marcel hat schon recht. Aber ich drehe das anders. Wir haben sicherlich noch etliche Spiele, die uns vielleicht auch noch wehtun können. Der andere Punkt ist, wir haben eine Truppe zusammen, die ist gut. Wir müssen oben allerdings immer am Limit spielen, das ist so. Gestern haben wir in der zweiten Halbzeit aber wirklich aufgedreht wie kein Zweiter. Das ist dann auch verdient, diese Tore gemacht. Und ich denke, dass wir die erste Halbzeit so ein bisschen abhaken können. Da waren wir nicht ganz auf dem Platz. Aber wir haben im letzten Jahr, als wir nicht auf dem Platz waren, haben wir in 10 Minuten 3 Tore kassiert. Das haben wir gestern nicht gekriegt. Also wir sind stabiler in der Darstellung. Aber wieso tust du dich so schwer auf die Frage, ein Titelkandidat, das ist jetzt wirklich nichts Schlimmes, einfach mit Ja zu beantworten? Nee, weil im Pokal sind wir draußen und alle anderen haben wir noch zu viele Spiele. Also jetzt, um Marco Rose zu nennen, er sagt auch, wenn wir alle Spiele gewinnen, bist du trotzdem noch kein Meister, weil wir gegen Leipzig nicht mehr spielen. So, wenn die auch alle gewinnen, so. Also, okay. Ja, ist doch prima. Aber lass uns doch einfach ganz normal weiterarbeiten, wie wir das bis dato getan haben. Wir wollen euch ja nicht stören dabei. Ihr stört mich ja auch nicht. Ach so. Ich finde das ja, versuche ja nur, erzähl doch mal, was du so machst. Unsere Denke zu erklären in Mönchengladbach, dass wir eben, Marcel, jetzt kommst du wieder im Spiel, dass wir unser nächstes Spiel in Angriff nehmen. So, und das ist Hoffenheim. Dann haben wir noch ein Nachholspiel. Und dann werden wir schauen, was uns die Tabelle dann gibt. So. Ich glaube, wir können es davon aus. So wie wir aber gesagt du haben. Hast 3 Euro muss ich noch rein. Ja, natürlich. So wie wir gesagt haben. Das ist für einen guten Zweck. Wie wir bei Werder andersrum sagen, die Spiele werden weniger, so muss ich mich selber auch etwas Gladbach angekrügeln. Also seit Wochen habe ich mir gesagt, ja, komm, hör auf. Also Gladbach ganz sicher nicht von den Vieren da oben. Ganz sicher nicht. Keine Frage. Und schon wieder ein Spiel weniger. Schon wieder ein Spiel. Und die sind immer noch da. Immer noch da bei RB, die Brause-Millionen, Bayern muss sowieso Meister werden, Dortmund, jetzt kriegen sie es wieder hin, das ist ein super Dreikampf. Und dann denkst du so, jetzt ist es aber auch gut. Nee, die hängt schon wieder dran wie die Klette. Also, ja, vor allem, und sie haben die einzigen, ein die Spiel, nicht müssen. Die ein Spiel einzigen weniger, von den drei. Ein Spiel weniger, guck mal. Ja? Und, dann hätten sie und Leipzig 45. hat schon was zu verlieren gehabt. Komischerweise, obwohl sie noch so jung sind und so, trotzdem, sie waren Tabellenführer, haben die Führung verloren. Die Bayern brauchst du gar nicht reden, Dortmund brauchst du auch nicht reden. Ihr seid so die Einzigen, wo du das Gefühl hast, ihr habt nichts zu verlieren. Und die Einzigen, die nur in dem Wettbewerb spielen müssen noch. Nee, das nervt die anderen und euch. Du hast nur noch den Wettbewerb. Du hast nur noch den Wettbewerb, kannst dich auch noch darauf konzentrieren, was bisweilen auch eine Erleichterung ist. Komm, wenn ich mit Rhythmus und so, dann musst du mal Wolfsberg schlagen. Und du siehst so in so einem Spiel wie gestern, wenn es mal nicht läuft, hast du Pläne, hast du Mittel? Das ist ja das, wenn du dann ständig überperformst, weil du sagst am Limit, aber es gibt ja Mannschaften, die überperformen. Dann irgendwann mal verglühst du. Aber das hat alles, das hat nichts Fiebriges. Und dann, das war nichts, dann machen wir mal 4 Rekette und bauen wir das System. Wir reden ja alle das, was mir auch so am Herzen liegt und was ich so sagen wollte. Ist das alles schön? Aber du sagst ist. Es ja, dann könnte ich eigentlich gehen. Weißt du, wie, nein, mach es wie früher, grätsch einfach rein. Nee, kann ich nicht. Nein. Also, mittlerweile ziehst du an den Haaren. In so einem Alter, wo ich keinen mehr abgrätschen kann. Außerdem habe ich Schuhe an und keine Turnschuhe, wie der Marcel. Und dem Marcel wehtun kann ich beim besten Willen. Dann erzähl es doch mal ein bisschen. Von deinem. Was war das? 83, 93 oder so. Ja, von deinem Job. Ja, ist doch schön. Ich bin da. Du bist bei Max jeden Tag, das haben wir gehört. Das haben wir ja gehört. Ja, so. Manchmal nervst du ihn, manchmal nicht, richtig? Ja, das ist nun mal so. Ich kenne Max ja auch schon ein paar Jährchen und ich weiß, dass er und sein Team, wir reden immer da auch vom Team, weil er macht ja gute Verpflichtungen. Siehe Thuram jetzt mit der Fahne und Player vorher und Embolo und was wir alles geholt haben, die Jugendburschen, die durchgestartet sind, das ist ja auf seinem
auf seiner Arbeitswiese gewachsen. So. Und dazu brauchst du natürlich auch Leute, die international unterwegs sind, die aber auch wissen, was bei Borussia Mönchengladbach passt. So. Wie weit bist du da involviert? Recht weit, aber jetzt... Aber auch, du fährst jetzt nicht rum, ne? Auch nicht so. Ja, ich fahre manchmal noch lang Kaffee trinken, aber ansonsten... Es soll nicht so weit sein von Gladbach, kann das sein? Ja, 20 Kilometer, aber das reicht dann. Ja. Nein. Also die Herrschaften, die da die Dinge bearbeiten, die sollen das auch machen. Die sollen auch vortragen und dennoch obliegt es mir dann eben auch zu sagen, ich muss wissen, wovon wir dann reden. So, und das ist dann oft der Fall, wenn du dann einen Namen hörst wie Markus Thuram, der jetzt in aller Munde ist, aber du musst die anderen eben auch nennen. Also da, wir kriegen nicht viele Gegentore, also musst du hinten auch mal anfangen mit Ginter und Elvedi und Jan Sommer. Also das ist schon nicht der Verkehrte, was wir da haben. Aber der Punkt ist, dass diese Arbeit von Max mit seinem Team geleistet wird und der Rest wird vom Marco Rose eben mit seinem Team geleistet. So, und das sind Sachen, die müssen dann greifen, wirklich ineinander passen und das passt. Wenn du überlegst, Marco ist jetzt mit seiner Truppe ein halbes Jahr hier oder ein Dreivierteljahr und das greift, normalerweise sagst du, das dauert länger, so ein Ding umzustellen. Also was er so gut macht, warum du kein Winke-Vizepräsident bist und warum ihr Meister werdet, erklärst du uns gleich alles, ja? Ganz normal. Dann gucken wir mal auf den Jubler von gestern. Du hast es ja schon gerade angeschrieben. Thuram war es dann. Hier sehen wir es nochmal. Hi von Adel Wendt, live aus dem Hotel am Münchner Flughafen. Netcheck 24, Doppelpass. So, Borussia Mönchengladbach gewinnt mal wieder auswärts. Ja. Warum klappt das so selten? Voll, ne? Warum klappt das so selten, Rainer? Keine Ahnung. Wir machen eigentlich immer ganz gute Spiele. In Leipzig haben wir einen Bomben in der ersten Halbzeit hingelegt. Und dann irgendwie sind wir dann doch überrannt worden zum Ausgleich. Und gestern haben wir es genau umgekehrt gemacht. Was war los in der ersten Halbzeit? Genau, ja. Wir hatten keinen Zugriff. Wir waren im Mittelfeld zu weit weg, hatten keinen Zugriff und haben dann, oder Marco Rose hat dann umgestellt auf Viererkette hinten und damit hatten wir dann durch zwei Sechser halt mehr Zugriff im Mittelfeld und konnten das Offensivspiel so ein bisschen unterbinden. Und wir waren schneller vorne als die Feuerwehr. Aber ihr wart auch in Führung, ne? Wir waren in der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit. Schauen wir mal auf das Tor. Also hier erstmal Düsseldorf eigentlich mit der Chance, ne? Und dann? Und dann ging es los. Das sehe ich auch gerade. Was wir alle lieben, ja, dass wir ein paar schnelle Leute haben, dass wir wirklich inspiriert Pässchen spielen wie jetzt. Da laufen beide hin, Stindl auch, ne? Ja, ja. Macht das dann? Ja, aber es ist einfach klasse gemacht. Es sind auch solche Dinge, die uns ja unendlich viele Freude machen. Also wenn du das siehst, der macht ein Luftloch und dann bist du in drei Stationen, bist du vorne und machst das 1-0. Aber deswegen haben wir auch beim 1-1 dann eben die Dinge dann auch ein bisschen vermissen lassen. Gehen wir da gleich. Da gehen wir wahrscheinlich auch noch drauf. Ne? Ja. Direkt natürlich jetzt, wenn du es so ansprichst. Das nein, und total, ich muss sagen, dass solche Dinge siehst du auch im Training, die siehst du, wie spaßig das denen. So, ja, da ist der Stevie Leiner nicht ganz, vielleicht hätte er ein bisschen hinter dem Mann stehen müssen oder sogar einen Meter nach vorne, um abseits zu stellen. Sah eigentlich jetzt gar nicht gefährlich aus, guck mal hier. Nee, das ist eigentlich eine ganz normale Allerweltsflanke. Da kommt er ein bisschen spät. Passiert mal. Aber wir haben es ja noch gebügelt gekriegt nach wie vor in der zweiten Halbzeit. Du hast gesagt, dann kam die Halbzeit, Gott sei Dank. Ja, und Gott sei Dank will ich jetzt nicht sagen, weil aber wir haben dann wirklich unsere Borussia gesehen. Das war wirklich giftig im Mittelfeld. Balleroberung in den Zweikampfen reingegangen, direkt umgeschaltet von Balleroberung nach vorne. Und dann kam auch ein paar Szenen, wo ich dann sage, da ist schon mal Ruhe gewesen. Du hast eben schon mal angedeutet, die Umstellung des Trainers hat viel dazu beigetragen. Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpass-Analyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Ganz genau, so kam dann eben dieses 4:1 zustande. Bevor wir auf den Doppelpacker schauen, möchte ich gerne noch einen Tweet vortragen. Also die Euphorie ist wirklich hoch in Gladbach. Die letzten Ergebnisse sind so wichtig, nicht weil es nun wieder um die Meisterschaft geht, sondern weil sie zeigen, dass die starke Hinrunde nicht einfach durch ein Formhoch zu erklären ist. Da wird etwas nachhaltig Gutes aufgebaut. Bin im Rose-Fanclub und ja, wir stellen die Frage online, wer denn jetzt wirklich den Titel holen kann in dieser Saison. Also gerne mit abstimmen. Die Gladbacher sind da momentan ganz gut dabei. Die Frage, wer wird deutscher Meister? So, Umstellung. Ja, genau. Hat nämlich dann auch Lars Stindl geholfen, der einen Doppelpack erzielt hat. Er ist ja sehr schwer in diese Saison reingekommen, war verletzt mit einem Schienbeinbruch und musste sich dann erst wieder an die erste Elf rankämpfen. Er hat auch nach 3 Jahren jetzt mal wieder doppelt in der Bundesliga getroffen, also zuletzt im Januar 2017. Und das lag eben auch daran, dass Rose umgestellt hat in der zweiten Halbzeit und er dann richtig schön in Szene gesetzt wurde, wie hier beim 1:2. Sehen wir es nochmal. Rainer, besser kann man das fast nicht rausspielen. Ich habe gerade ja gesagt, auf Neudeutsch würde man sagen, geiles Tor. Du hast alles richtig gemacht. Der Pass in die Tiefe auf Thuram, der kam im entscheidenden Moment. Der Flo hat da das Auge wieder. Markus ist verdammt schnell, legt das Ding, ja klar. Markus legt das Ding rüber und das riecht schon, dass er noch gebraucht wird und geht in Position. Also das ist alles schon. Rainer, weißt du, was die Granatenaktion war? Die habt ihr noch gar nicht gezeigt. Die könnt ihr vielleicht mal raussuchen. Erstmal Thuram, ich habe mich verliebt. Was für ein geiler Spieler. Also wie der abgegangen ist gestern beim Spiel. Aber die beste Aktion hat er am Anfang gehabt. Da geht er außen durch, geht vorbei und wird volle Kanne am Fuß getroffen. Dein Gegenspieler tritt ihm volle Kanne auf den Fuß. Der läuft einfach weiter und versucht die Aktion weiterhin zu machen. Also wenn er da hingefallen wäre, hat jeder gesagt 11 Meter. Und sowas ist einfach großartig, dass er versucht. Da siehst du richtig den Willen. Der will unbedingt. Der ist nicht heiß auf den Elfmeter. Der will selber das Tor machen, hat dann die Flanke gemacht. Vielleicht findet ihr die Szene. Also ich glaube, Thuram werdet ihr noch vielleicht ein Jährchen haben. Also so lange wird er bei euch nicht mehr spielen. Das sorgt dir gleich für gute Laune. Du kannst mir nicht widersprechen, bitte. Wäre aber schön, wenn sie die behalten würden, weil das ist jetzt, was Gladbach im Moment fehlt. Sie haben den großen Schritt gemacht, raus aus diesem allgemeinen Traditionsgeplänkel in die obere Etage der Fußball-Bundesliga. Das haben sie geschafft. Und jetzt geht es darum, so Spieler wie Thuram zu haben, vielleicht noch 2, 3, die für nationales Aufsehen sorgen, wegen denen ich gerne ins Stadion gehe, auch als Nicht-Gladbach-Fan, sondern einfach um guten Fußball zu sehen oder wo ich mich freue, dass die Spiele kommen. Das muss passieren. Und dann werdet ihr euer Anspruchsdenken verändern, da bin ich mir ganz sicher. Da würde ich ganz gern mal reingrätschen, weil so gut das jetzt gerade alles bei Borussia Mönchengladbach läuft und ich bin der größte Fan von diesen Umstellungen, dass das funktioniert, aber mich würde mal interessieren, Herr Bonhoff, wie wird denn das intern thematisiert? Gladbach ist eine der Mannschaften, die am häufigsten in dieser Saison durch Umstellung zur zweiten Halbzeit ein Spiel noch gedreht hat. Bayern ist da auch ein sehr plakatives Beispiel, das Heimspiel gegen Bayern. Aber wie wird das denn intern thematisiert, dass es auch diese ersten Halbzeiten dazu gibt, dass man zum Beispiel im Auswärtsspiel bei Düsseldorf sich nach dem Gegner in der Fünferkette aufstellt und dann im Grunde erst, nachdem man Stöger aus dem Spiel nimmt, was übrigens auch schon viel über Düsseldorf sagt, dass man da inzwischen wieder jemanden aus dem Spiel nehmen muss, um zu gewinnen. Also es braucht auch diese Umstellung. Und ich finde nämlich, dass gerade, wenn Borussia Mönchengladbach ein Marmeladenbrot wäre, dann landet es gerade immer auf der richtigen Seite, nicht auf der Marmeladenseite. Also man steht auch gerade ganz gut da, magst ohne dass ich sage, man würde etwas schlecht machen. Also ich hätte mir gefallen, das war die Marmelade mal vom Brot runter. Aber, nein, der Punkt ist ja, es ist ja nicht so, dass wir uns bei der Anfangsformation nichts gedacht haben. Da das denkst du ja auch, dass du den Gegner damit auch kontrollieren kannst und kurze Wege hast nach Balleroberung, um schnell umschalten zu können. So, wenn das dann aber nicht funktioniert, ist es ja klasse zu wissen, stopp, wir drehen es, wir können es drehen und machen es. So. Das ist jetzt einige Male in dieser Saison passiert und hat eben dazu geführt, dass wir das können. Das heißt natürlich auch bei den Spielern im Kopf, hallo, wir können das, wir machen das dann auch mal. Ja, so. Und das führt dann dazu, dass du, ich sag mal, in Mainz war so eine Situation, wo Embolo dann zweimal den Pumpeberger gemacht hat und hat sich da durchgetankt. Da musst du dann sagen, hallo, das ist schon dann eine andere Qualität, die wir da haben. Der Punkt, und da muss ich dir, Dirk, mal kurz dazwischen fegen, Druck aufzubauen auf Borussia Mönchengladbach, sei euch erlaubt, aber wir handeln die Dinge wirklich ruhigen Gewissens. Wir sind nicht jetzt von jetzt auf gleich da nach oben gekommen. Wir sind eine der drei Mannschaften,
die in den letzten 8, 9 Jahren immer einstellig war. Also das ist jetzt nicht so, dass du gesagt hast, ja, diese Saison, da läuft und da musst du noch. Das, so ist es nicht. Das, was ganz wesentlich ist, und das ist das, wo wir auch jeden Tag drüber reden beziehungsweise daran arbeiten, dass das Element Fußball so bleibt und immer besser gemacht wird. So, und das ist der Ernährer dieses Clubs, dieses Vereins, dieser Umgebung. Und dass das im Moment so gut läuft, hat viele Väter. Die liegen, ob das im PR-Bereich ist oder im Marketing-Bereich ist. So, jeder arbeitet da in seinem Stil und ist wertvoll für Borussia. Wie wir vorhin über Kohfeldt gesprochen haben, dass Bremen über alles steht. So ist das bei der Borussia. Und wenn ich unsere beiden ältesten Präsidiumsmitglieder, den Sigi Söllner und den Rolf Königs, nehme als Präsidenten, dann muss ich sagen, diese beiden haben vor jetzt fast 16 Jahren eine Vision gehabt und haben nicht ein Stadion dahin gebaut, wie es mal war am Bökelberg, sondern ein großes Stadion, viel mehr Platz gekauft und haben jetzt was dahin gebaut. Und deswegen heißt das nicht umsonst Borussia Park. Aber du hast ja selber gesagt, ihr habt über Jahre eine neue Absprunghöhe vor jeder Saison. Früher war die Absprunghöhe, bloß nicht absteigen. Dann war die Absprunghöhe nach vielleicht einstelliger Tabellenplatz. Dann ist die Absprunghöhe Richtung international. Und jetzt spielt ihr international, spielt eine extrem starke Saison bei Jahre. Deswegen ist doch auch das Anspruchsdenken entsprechend verändert. Das kannst du ja nicht leugnen. Ich tue jetzt schon mal 3 rein. Ne? Okay, also ich bin gespannt, was kommt. Runde, weil für mich oder was? Nicht für dich, sondern für mich. Aus einem ganz einfachen Grunde, wenn du da bist, wo wir jetzt sind, dann darfst du aber nie vergessen, wo du hergekommen bist. Und wir wissen, was 2011 war bei Borussia Mönchengladbach und halten den Ball flach. Wir arbeiten dran, dass wir besser werden, tagtäglich. Aber wir wissen auch, was wir vom Glück hatten, 2011 jemanden in unseren Reihen zu haben, der uns die Liga gehalten hat. So, und dementsprechend hatten wir damals auch eine Mannschaft, die besser war als das Relegationsspiel. Aber wir haben es dann umgedreht und sind, glaube ich, in der Saison drauf Vierter geworden und hatten die Qualifikation für die Champions League. Ihr habt auch, mir ist eben ein bisschen zu kurz gekommen, auch so eine Person wie Stefan Schippers, ja, der hier in der Frage, auch was die wirtschaftlichen Themen angeht, parallel zum sportlichen Erfolg auch keine unvernünftigen Dinge gemacht hat. Ja, sondern wenn ich sehe, was da investiert worden ist, auch drumherum, Sachen. Wenn ich über Abteilungen rede, dann ist natürlich Stefan Schippers als Head auf allem damit eingebunden. Das ist nun mal so. Der Stefan macht einen außerordentlichen guten Job bei den ganzen Park, den wir da zu verwalten haben. Das ist nun mal so. Aber der Fakt ist, dass wir wirklich alle tagtäglich daran denken, wie können wir besser werden im Fußball, weil das ist genau das, was wir haben. Aber der Unterschied zu anderen Vereinen, der Unterschied ist auch, ihr seid auch wohltuend uneitel. Ja? Ob es deine Person angeht, ob es Stefan Schippers, ob es andere, die am Ende, wenn ich jetzt sehe, bei... Kann man einen Champagner holen für den Mann? Ja, bitte darum. Eben wollte schon Taschentücher für ihn holen. Ja, da kam es Champagner. Ich dachte, ihr habt schon Pressesprecher. Aber das Spannende ist ja, dass Borussia Mönchengladbach das besser schafft als andere Vereine in einem 2- bis 3 Jahreshorizont zu denken. Also als man zum Beispiel feststellt unter Dieter Hecking, toller Trainer, hat auch viel Gutes bei Gladbach bewirkt, aber irgendwann ging es nicht mehr weiter. Dann hat man den Mut und auch die Vision zu sagen, okay, wir müssen hier eine vielleicht auch unpopuläre Entscheidung treffen, die nicht jeder gleich versteht im Umfeld. Und so denkt Borussia Mönchengladbach eher im 2-3 Jahreszeitraum als in dem jetzt. Deswegen würde mich eigentlich auch fast eher interessieren als die jetzige Saison. Das können wir uns ja alles angucken. Aber Sie planen ja schon den Kader für nächste Saison. Wie geht es denn da weiter? Sie reden ja so oft mit Max Eberl. Neymar ist auf dem Markt. Den können wir uns leider nicht leisten. Okay. Der würde auch nicht passen zu Borussia Mönchengladbach. Also es wird natürlich hier keine Diskussion geben über den Folgekader im nächsten Jahr. Es geht darum, dass wir das, was wir in dieser Saison gespielt haben, vernünftig zu Ende bringen. Das werden wir auch machen. So habe ich die Truppe kennengelernt und so sehen wir das Woche für Woche. Und die handelnden Personen sind auch auf dem Niveau, die das der Mannschaft dann beibringen, dass das ernst und solide zu Ende gebracht werden. Was dann und nicht in Abstiegsgefahr geraten, oder? Wahrscheinlich über 40 Punkten wird es eng. Komm, lass uns noch mal das 3-1 angucken vom Kapitän. Ist das geil, ne? Ja, das war... Also schön. Sag mal, hier hat er den... Da in der Mittellinie war Lars Stindl eben noch, ne? Ja. Und dann ist wieder Thüram. Ne?
Ja, das ist schon der geile Pass also, kommt jetzt von Wendt. Ja, ja. Ja, aber ja, Zacharias ist auch nicht so schlecht, muss man dazu sagen. Der langsam nicht so schlecht auch ist gut. Und dann steht der Lars halt da und nimmt das volle Risiko. Ein bisschen abgefälscht ist der Ball, glaube ich, noch, ne? Oder? Oh, ein bisschen sehr sogar. Aber gut, ist ja egal. Ja, wie auch immer, musst du dir verdienen. Also das Glück musst du dir verdienen. Och, Mann. Oh, ich hatte... Weg, gehst du weg von meinem... du. Das Glück musst du dir verdienen. So, das war die Analyse zu Lars Stindl. Perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei. Ja, und dann musst du natürlich diese spielerischen Elemente, die Marco Thuram da mit reinbringt. Ich nehme jetzt auch Sander Player mit rein, weil das sind alles Jungs, die mit einer Leichtigkeit Fußball spielen können. Und da musst du sagen, da ist im Vorfeld eben auch ein toller Job gemacht worden. Ne? So, und dass die das jetzt auch auf den Platz bringen, das führt natürlich auch dazu, dass in der Kabine Leute sind, die Spaß bereiten, die ernsthaft auf dem Platz spazieren gehen. Warum grinst du denn da so bei? Ja, weil ich einfach Spaß habe, wenn ich da beim Training zugucke, weil die Freude haben an dem, was sie da tun. So. Und das ist möglicherweise dann eben auch das, wo du im Spiel dann siehst, wo sie sagen, nee, komm, das schaffen wir jetzt. Mhm. Habt ihr auch ein paar gute Jungs, ne? Neuhaus macht das 4-1 gestern. Ja. Junger Bursche. Flo ist natürlich der Marathon-Man, sage ich jetzt mal. Wahnsinn, ne? Läuft unendlich viel, hat auf der anderen Seite natürlich ein Auge wie kein zweiter. Das ist natürlich toll gemacht, wie er jetzt dann auch noch den mitnimmt. Auch übrigens gut. Leicht abgefälscht. Nur leicht. Aber hat er sich verdient. Er war gestern ein großartiges Spiel gemacht. Ähnlich wie Thuram auch. Und wenn du Dennis Zakaria siehst, was der auch an Kilometer fristet, ist auch schon nicht. Und so musst du im Prinzip auch alle nennen, die da in der zweiten Halbzeit wirklich den. Wie lange kannst du den Zakaria denn erhalten? Den halten wir noch. Ja? Ja, ja. Saisonende kriegt. Das macht denen ja Spaß bei Borussia, ne? Also wenn er das Doppelte verdient, macht dem noch mehr Spaß, glaube ich. Also ja, da sind wir im Moment weit weg von. Aber nee, er meint woanders. Ach so. Oder? Sind wir auch weit jeder weg von. Mal denkt, das ist klar. Nicht bei aber es ist doch immer so. Spieler spielen tollen Fußball. Ja, haben, wie gesagt, war begeistert. Ist doch klar, dass die Berater dann kommen. Was ist denn jetzt und so. Und andere Vereine, gerade England. Ich finde, der Spieler ist prädestiniert für die Premier League. Wen meinst du jetzt? Thuram? Thuram. Hm? Und von daher, da werden einige also andere kommen. Und der wird dann nicht sagen, okay, ich finde das jetzt so toll hier. Ich verzichte mal auf 4, 5, 6 Millionen. Also. Das lasse ich jetzt mal deiner Philosophie geschuldet. Aber der Punkt für mich ist, wenn du dich irgendwo wohlfühlst, dann musst du alles dafür tun, dass das so bleibt. Ja. So, und das bleibt im Moment so lange so, wenn wir uns auf Fußball konzentrieren. Sollten wir, wie Max auch immer sagt, die Champions League erreichen, ist das schon fast wie eine Meisterschaft für Borussia Mönchengladbach. Na klar. Weil wenn du da oben die anderen Mitbewerber siehst, die eine völlig andere Schatulle haben als wir, da muss man das definitiv so sehen, dass wir bemüht sind, da immer wieder reinzustoßen. Und wir haben im letzten Jahr eine ähnliche Situation gehabt, wo wir auch vorne mit drin waren, durchgereicht sind. Ich glaube, das will keiner mehr aus der Truppe mitmachen. Ich würde es dann auch nicht begrüßen, sage ich mal so, wenn du wieder durchgereicht wirst. Ja. Und dementsprechend, glaube ich, ist auch der interne Ehrgeiz bei der Truppe so, dass sie das auch verteidigen wollen. Ich habe eine andere Einschätzung, als ihr immer sagt, ja, wir sind alle zusammen und arbeiten und jeder hat eine wichtige Aufgabe. Ihr habt doch einen Star im Club und dieser Star macht offensichtlich überragende Arbeit, ist aber auch B in der Außendarstellung absoluter Hammer, das ist Max Eberl. Wie der sich bewegt auf dem Terrain des Fußballs und überall, der hat die Chance, Gladbach vom Niederrhein weg in den Rest der Republik zu holen. Ich habe den zuletzt gesehen, auch in Unterhaltungssendungen. Ein dermaßen sympathischer Mensch und völlig unangefochten. Natürlich auch einer, der einen exzellenten Job macht. Das sieht man ja an der Werthaltigkeit der Mannschaft in dem Aufbau der letzten Jahre. Und wie stark der im Auftritt ist, wenn ihr da noch jetzt, wenn es euch jetzt noch gelingt, 2, 3 Spieler zu holen, die eine ähnliche Ausstrahlung haben, dann schafft ihr es auch wieder wie in den 70ern, ein Team zu sein, das
in Deutschland fest verwurzelt ist als Top-Team. Und der, die Chance habt ihr. Und der Max ist für mich... Wolltest du von ihm auch eine Flasche Champagner haben? Nee, für ihn eine Flasche Champagner und für mich ein paar Taschentücher, damit ich mir die Tränen abputze. Wenn ich dich zu Tränen rühre, zahle ich dafür. Das finde ich herrlich. Nein, es ist... Dirk hat ja recht, der Max... Wissen wir, Max macht, also wir wissen es auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, für Max ganz wichtig zu wissen, dass wir es wissen, dass er einen exzellenten Job macht. So. Und das, was wir ja erarbeitet haben an finanziellen Möglichkeiten, das ist natürlich auf Max Rücken geboren. Ne? Wenn ich überlege, was wir für Marco Reus bekommen haben, Marc-André Ter Stegen bekommen haben, Granit Xhaka bekommen haben und was wir investiert haben, dann muss man schon sagen, halt stopp, da ist einer, der hat ein Auge mit seinem Team und das ist ein fundiertes Wissen. Du weißt, Max ist, ist auch nicht auf den Mund gefallen, ne? Nee, ja gut. Wir haben ihn nämlich zu dir gefragt. Oh wie? Hör mal zu. Halleluja. Mit der Kompetenz, die Rainer Bonhoff hat, wäre es fahrlässig, wenn er nur Winke-Präsident oder Vizepräsident wäre, sondern es ist einer, der das, was wir die letzten Jahre aufgebaut haben, mitlebt, mitträgt, schützt uns, wenn wir eben auch mal den Schutz von außen brauchen oder intern brauchen, vor außen brauchen. Deswegen, Rainer Bonhoff ist ja schon eine große, große Persönlichkeit. Was ist das für ein Ding? Kann man mit dem auch mal gut lachen? Mit Rainer Bonhoff kann man sehr, sehr viel lachen. Also er wird wahrscheinlich einiges heute erzählen, aber mit dem kann man sehr, sehr viel lachen. Kam dann noch die Nachfrage, worüber kann man so gut mit dir lachen? Und dann hat Max dann gesagt, ja, das wird er heute Morgen erzählen. Ja, es gibt halt viele Sachen, wo du so einen Momentwitz machen kannst. Und wenn du auf der Geschäftsstelle kommst, da kannst du jeden Tag ein paar Dinge... Ein paar Witze machen? Ja, natürlich, das ist einfach so. Aber es gibt auch Witze, die du dann... die wieder 3 Euro kosten, wenn du dann jemanden Fußball spielen siehst als Hobby. Und das war nicht ganz so prickelnd. Da musst du halt sagen, Amateur, und das weißt du, ist für einen Profi die größte Blamage, die du dir sagen lassen musst. So, da gibt es andere Dinge, die ich hier lieber nicht erzähle. Auch schade. Ja. Aber du kommst ja nächste Woche wieder, wenn alles so positiv ist. Wenn alles so positiv weiterläuft, komme ich nicht. Aber dann fahre ich weiter. Ja, es gab noch einen Aufreger gestern. Einen? Ja, haben wir so empfunden zumindest. Weil du eben auch Player mal angesprochen hattest. In dem Fall ist es Thuram. Ja. Da gibt es diese gelbe Karte. So. Also, gelbe Karten auf einmal? Geht doch mal. Na, die vierte Szene. Was? Genau. Die vierte Szene, in der er abgepfiffen wurde. Ich bin jetzt mal, unabhängig. Der reißt sein Hemd raus und sagt, das war doch nichts. So, da muss ich fielen. Wir haben in den letzten Wochen, oder ich habe da, glaube ich, auch irgendwann über meinen Zenit hinaus ein paar Äußerungen gemacht. Du warst da ziemlich direkt, sagen wir es mal so. Ja, weil irgendwann ist auch gut, wenn du dann bestimmte Dinge siehst, aber es heißt ja... Da haben wir es übrigens, Entschuldigung, so eine Scheiße wie mit diesem Schiedsrichter habe ich noch nie gesehen. Das ist ja, schon aber bei dem SCH, da musst du Punkte hintermachen, also das ist ja wohl eine Frechheit. Ja? Wieso, ist doch richtig geschrieben. Ja, aber da musst du doch Punkte machen, das darfst du noch nicht ausschreiben. Und da ist die Quelle von der Bild. Okay, ja. So. Wir nehmen es uns zu Herzen, ja. Okay. Ich habe es aber auch so gesagt davon. Dankeschön. Bitteschön. Ich habe es aber auch so gesagt und da stehe ich auch zu. Weil es gibt eben so ein paar Kriterien, die man dann eben auch beobachtet, unabhängig gerade auch von dieser gelben Karte gegen Marcus Thuram. Der Punkt ist, es gab vorher Dinge, auf der anderen Seite, wo auch einer abgewunken hat. Ach so. Mhm. Ja, verstehst du so? Ja, jetzt. Und wenn ich solche Sachen wie in Leipzig sehe, wo ich diesen Spruch dann gemacht habe und kriege dann auch gesagt, ja, das muss, ne, das müssen wir... Sind die neuen Regeln oder die neue Regelauslegung heißt es schon. Da müssen wir vorgehen und so weiter. Dann sage ich mir natürlich, wer reißt sich der Trikot aus dem Hals und... Der ist eigentlich am Kämpfen mit sich. Deswegen die Karte bekommen hat, war es nicht vielleicht auch das Foul? Also ich deute die Geste des Schiedsrichters nicht so, dass er gesagt hat, in dem Fall gebe ich ja recht. Und das, wenn der viermal so sowas gemacht hat, dann gebe ich ja recht. Aber
Und die Player-Nummer, das war, ja, das wir sehen war, sie nochmal. Sanna muss da ruhiger bleiben, das ist nochmal so, das haben wir aber auch gut. Das Abwinken war nicht gut, das ist klar. Nein, aber die erste es Aktion? Gibt, dann musst du auch, bei dem anderen musst du ja, auch, eben. Musst du auch, beim Gegner musst du auch gucken und sagen, halt stopp, der hat auch abgewunken, ja, da musst du dem auch gehen. Aber Rainer, ihr wart, ich kann das will, total... Ich will diese Herren stehen unter Druck. Will ich überhaupt keinen Druck. Und ich habe sehr gute Verbindungen, auch über Thorsten Kienhöfer, den ich sehr gut kenne, der ja auch seine Kolumne macht und fast immer richtig liegt. Aber der Punkt ist doch, wir arbeiten an der Linie, wir arbeiten oben, die Zuschauer haben Emotionen und all diese Dinge, die passieren, die auf einer, aus meiner Sicht, auf einer Basis passieren, die der Neuzeit geschuldet sind, mit da eine Uhr für, weiß ich nicht, für so eine Kamera, da ein Piepser, weil der Linienrichter und dann der Chip da im noch Ball, keine Ahnung, was Köln ist. Im Ohr. Ja. Das führt natürlich auch schon mal zu einer Ablenkung oder eben auch zu einer persönlichen Sicherung. Mir kann nichts passieren, da guckt ja einer auf meine Entscheidung auch noch drauf. So, unabhängig davon. Wir reden nach wie vor über Menschen. So, und Menschen dürfen Fehler machen. Das gilt aber nicht nur für den Schiedsrichter und für den Linienrichter und für den Fetten. Das gilt auch für uns Trainer, Beteiligten auf der offizielle. Bank und Offizielle auch. So, und dementsprechend sage ich, haltet den Ball einfach mal hoch. Ja? Und seid mal Mensch. Ja, seid mal Mensch. Wie oft hast du eine Situation, wo du dann sagst, hör mal, nimm ihn runter, ich beim nächsten Mal kann. Ja, genau. So. Das wäre doch jetzt mal so ein Ding, wo ich sage, wir sind in Leipzig, dann hast du einen Embolo, der liegt da vorne, der hat einen Ellbogen mitgekriegt, dann rennt der Schiedsrichter zum Trainer, was ja wichtiger ist. Und verwarnt den, oder was meinst du? Und verwarnt den, ja, so. Aber da kam nicht die Hand, hör mal, ihr dürft raus und den Spieler verarzten. So, das sind alles so Sachen, die dann zu meinem Spruch kamen und wo ich mich jetzt auch schon wieder hier um Kopf und Kragen rede. Und ich würde wirklich gerne mal so eine Sache mal diskutieren, weil ich glaube, dass wir, wenn wir erkennen, dass wir alle Menschen sind, die Fehler machen dürfen und uns auch untereinander menschlicher verhalten, nicht nur nach diesen Vorgaben, dann haben wir eine ganz andere Ausrichtung vom Spiel, vom Schiedsrichter, von dem Verhalten auf dem Platz. Wir reden immer über den Schiedsrichter. Was der für Fehler. Es gibt auf der Welt keine Mannschaftssportart, wo man den Schiedsrichter so bepöbeln kann. Und deswegen sage ich ja, wir sind anders ja sozialisiert. Und es wird alles immer auf Emotionen geschoben. Ich kann euch total verstehen. Ihr habt das Spiel gesehen gegen Leipzig. Ihr habt wunderbar gespielt. Dann kam diese Situation. Wahrscheinlich hättet ihr gewonnen ohne diese gelb-rote Karte. Aber es war angesagt, dass es jetzt immer so gemacht wird. Und eins ist mal klar. Ich sehe das. Ich habe einen Großneffen. Der ist 5 Jahre alt. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Der macht alles nach, was Haaland macht. Alles, was der auf dem Platz macht, macht der nach. Deswegen, die Liga... Auch die Frisur? Und so? Ja, will er haben. Will er unbedingt haben. Ja, findet er großartig. Ja, ja. So, und deswegen sage ich, wir haben eine Verantwortung, auch dem Amateurfußball, den Jugendlichen gegenüber. Und deswegen sage ich manchmal, ich war ja auch auf dem Platz, ich sage es jetzt mal, ein Assi. So, und das ist einfach, aber ja, weil es auch erlaubt war, weil es auch ging. Aber ich finde, irgendwann muss mal Schluss sein. Nein, Axel, und irgendwann müssen wir mal sagen, Axel, hey, wir schützen mal die Schiedsrichter. Ihr seid doch gar nicht so weit weg auseinander. Wir beide sind völlig einig über diese Dinge. Dass ihr Nazi war, auf dem Platz. wir reden über eine Situation, die für jeden einfacher ist, wenn er ein bisschen von dem Ego aufgibt. Richtig, genau. So, richtig. Wir müssen uns anders benehmen, die Spieler müssen sich auch anders benehmen und der Schiri bzw. sein Gespann sollten das auch mal ins Kalkül ziehen. Dann haben wir nämlich eine wunderbare Situation. Nicht, dass wir uns dann alle im Arm liegen, aber wir haben dann... Euer Trainer, der nicht nur das System umstellen kann, ist ein kluger Kerl. Gestern wurde der gefragt, sie waren aber heute sehr brav da draußen. Ja. Darauf sagt der, gut, jetzt hattest du gewonnen, auch das noch geschenkt. Aber dann sagt er, na, wenn ich möchte, dass das hier alles sich ein bisschen beruhigt und entspannt. Und muss ich anfangen mit Karten, bei mir. Muss ich mal bei mir anfangen. Ja. Ein super Ansatz.
Und wenn wir das hinkriegen, aber das haben wir alle wieder mal ein bisschen einen Schritt zurück und sagen, so, jetzt gehen wir mal vernünftig miteinander um, dann brauchst du weder gelbe Karten für Schiedsrichter noch sonstiges. Und da kannst du auch einen, wenn er das Trikot rauszieht, sagen, würdest du dich bitte mal beruhigen, Freund. Ja. Und zack. Ja, wir beruhigen uns jetzt mal ganz kurz. Ne? Wir machen nämlich eine kleine Unterbrechung. Ja, dann Mann, jetzt bin ich gerade drauf. Kannst du doch mal überlegen, warum ihr Meister werdet. Ja. Ja? Wollen wir gleich besprechen. Dann haben wir noch zwei Personalien zu klären. Also die eine natürlich Jürgen Klinsmann. Sein Rücktritt per Facebook-Post. Auch mal was ganz Außergewöhnliches. Und Lucien Favre. Ja, gewinnt locker 4-0. Aber so richtig gefreut hat er sich nicht. Also wie es mit ihm weitergeht, gleich bei uns. Entlassen. Hi von Arte und Bent. Live aus dem Hotel am Münchner Flughafen, der Check 24. Doppelpass Rainer. Was würdest du als Vizepräsident machen, wenn ihr Meister werdet? Wir reden jetzt erstmal darüber, dass wir, glaube ich, noch 13 Spieler haben. Das hattest du vorhin schon. Und, zweite Strom. Wir können das nochmal einspielen, wenn du willst. Gesetzt den Fall, wir sollten alle 13 gewinnen. Dann das auch schon gesagt, sind wir immer noch nicht. Waren wir auch schon? Sind wir immer noch nicht Meister. Das Leipzig vorne. Also reden wir davon, dass wir das, was wir hatten, wir aber auch schon, ne, was wir letztes Jahr erlebt haben. Seriös zu Ende spielen? Ja, genau. So. Ja. Aber ist die Chance nicht dieses Jahr so groß wie nie? Dass wir uns mit Anstand aus diesen letzten 13 Spielen verabschieden. Die ist gut. Du kriegst ihn nicht, Herr. Nein, wir werden, wie eine wir werden kriegst ihn einfach nicht. Das so anpacken, dass wir aus der letzten Saison. Wo landet er auch 42 Punkte zu dem Zeitpunkt? Gelernt ich, ne? haben, ja. Und ich denke, dass wir stabiler ein bisschen die nächsten Wochen spielen. Okay, das war kein richtiges Jahr, ne? Ich versuch's das nachher nochmal. Das war kein richtiges Jahr, nein. So, das nach Misserfolgen des BVB. Lucien Favre regelmäßig zur Disposition steht, zieht sich wieder ein roter Faden durch die Saison. Aber der Trainer kriegt immer wieder die Kurve. Freitag sogar in sehr überzeugender Manier. Irgendwie wirkte Lucien Favre unzufrieden und schien sogar ein bisschen zu grummeln, während seine Spieler vor der Südtribüne einen makellosen 4-0-Sieg bejubelten. Mal wieder, denn nur der BVB hat zu Hause noch nicht verloren. Favre ist eben kein Trainer von der Stange, wirkt kauzig, auch weil sein Deutsch so holprig ist. Angesichts seiner Erfolgsbilanz ist Kritik allerdings unangebracht. Kein BVB-Trainer hat im Schnitt jemals so viele Punkte geholt. Taktiktüftler, detailversessener Trainerfuchs, mag ja stimmen, aber der Schweizer lässt nach vorne spielen, attraktiven Fußball, Varianten und vor allem torreich. 22 Treffer alleine in den ersten 5 Spielen des Jahres und trotzdem wird Favre immer wieder mal in Frage gestellt, auch von seriösen Medien. Das geht so weit, dass sogar Namen von Nachfolgekandidaten gehandelt werden. Aber mal ehrlich, wer soll den Job eigentlich besser machen? Ja. Wenn wir jetzt hier auch noch eine Nachfolgediskussion für Favre machen. Nein. Die Aufgabe, die er hat, ist, einen Kader, der auf positiven, attraktiven, offensiven Fußball getrimmt ist, den in die Balance zu bringen, dass sie auch defensiv, wenn der Wind mal von vorne kommt, dass sie auch defensiv Spiele nicht vergeigen. Siehe Leverkusen und andere. Wenn er das nicht hinkriegt, dann wird die Diskussion nicht aufhören. Wenn du ihn gesehen hast gestern nach dem Spiel, der hat kein Wort über die 4 Tore am Freitag über die 4 Tore erzählt, sondern wir haben sehr gut verteidigt. Wir haben sehr gut verteidigt. Der weiß genau, um was es da geht. Der hat einen Kader, wenn die schön spielen, spielen sie schöner als fast so schön wie ihr, aber und attraktiv wie ihr. Aber wenn sie nicht super performen nach vorne, dann geht's den Bach runter und das ist für eine Mannschaft mit den Ansprüchen zu wenig. Übrigens sein Markenzeichen eigentlich, Lucien Favre, die Defensive, sein 4-4-2, ja. Großartig, wie er das immer so hingekriegt hat. Aber Hertha super hingekriegt, in Gladbach hat er das wunderbar hingekriegt. Deswegen, glaube ich, stört ihn das am meisten, dass natürlich er da so viel Gegentore kriegt. Aber gerade war was von seriösen Medien, die ihn auch in Frage stellen. Ganz ehrlich, ist eine Frechheit. Ich finde das eine bodenlose Frechheit. Der Mann, haben wir ja gerade gehört, die Statistik, dass er die meisten Punkte als Dortmund-Trainer geholt hat. Er ist Dritter, also wunderbar, hat zum Teil noch junge Spieler da mit drin, die er erstmal formen muss. Und dann von Woche zu Woche in Frage gestellt zu werden, finde ich eine bodenlose Frechheit. Tut mir leid. Kann ich dir nur recht geben, Axel, weil... Du kennst ihn doch auch gut, ne? Er ist ein so
feiner Mensch und ein akribischer Arbeiter. Und er hat immer ein offenes Wort für alle seine Spieler. So. Und Lucien Favre so zu kritisieren und an die Wand zu nageln, finde ich wirklich nicht so richtig oberhalb der Gürtellinie. Also das muss man sagen. Und er ist Gott sei Dank jetzt mittlerweile ja so gestanden, dass das nicht mehr so richtig an ihn rankommt und er seine Aufgabe als Trainer. Meinst du, das macht ihm nichts aus? Ja, doch schon, aber jetzt nicht mehr so, wie er das in frühen Jahren hatte. Ich glaube, jetzt ist er mit mehr Abstand und abgesichert in seinem Geist und mit der Situation besser umgehend, dass er solche Dinge natürlich registriert, aber eben auch nicht mehr so richtig an sich ranlässt, wie er das vielleicht vor 4-5 Jahren hat. Aber ich glaube, dass das weniger, es ist dieses Gesamtbild, was er vermittelt aus meiner Sicht. Der Trainerposten bei Borussia Dortmund ist eine der außergewöhnlichsten, in der Öffentlichkeit stehendsten Jobs in ganz Deutschland. Das ist so wie im Kabinett. Ja? Wahrscheinlich bist du deutlich bekannter als die allermeisten Bundesminister. So, und dieses... Und das, da ist er nicht in der Lage aus meiner Sicht und hat auch keinen Prozess gemacht in den letzten Trainerstationen, dieses vermitteln zu können, dass er als normalen Zuschauer, als sachlichem Zuschauer, vermittelt er mir nicht, dass Borussia Dortmund gewillt ist und in der Lage ist, mit ihm Meister zu werden. Das ist ja das Ziel dieses Vereins, anders als bei euch. Muss er das denn? Ich finde, das muss er. In dieser Position musst du dieses vermitteln. Das ist zumindest... Das bleibt bei mir so hängen, Dirk. Ja. Ja. Andere Leute geben, die einen anderen Eindruck haben. Wenn du es schaffst im französischen Fernsehen, der Mann, der spricht Französisch eigentlich. So, Deutsch ist nicht seine Muttersprache. So, deswegen gesagt, wenn du es schaffst im französischen Fernsehen, ganz überzeugend darzulegen, alles wie was ist, na dann herzlichen Glückwunsch, dann sage ich ganz großes Kino. Also es ist nicht seine Aufgabe, in der Öffentlichkeit irgendwas darzustellen. Aber ich würde auch nicht im französischen Doppelpass sitzen, weil da kann ich mir nicht erklären. Seine Aufgabe ist, intern, innerhalb der Mannschaft, den zu vermitteln, was er möchte. Das ist seine Aufgabe. Ob er der Öffentlichkeit irgendwas vermittelt, ist völlig egal. Aber da habe ich eine andere Meinung. Zu gewinnen. Habe ich eine andere Meinung. Und nicht, ob er irgendwie also der Tanzbär ist. Noch. Ich denke, er macht es trotzdem gut. Finde ich auch. Er hat sich da verbessert. Er hat sicherlich die Sprachbarriere, aber das macht ihn auch sympathisch, da muss man sagen. Auch. Und er macht wirklich einen für mich klasse Job. Wenn du da alle zwei Wochen da unten auf dem Rasen stehst und hast 80.000 oder 85.000, die attraktiven Fußball sehen wollen und das schon seit ungefähr 15, 20 Jahren und er liefert ab, so, dass er dann in der Punktausbeute besser ist als alle anderen, das musst du einfach mal im Kopf abspeichern. Auf der anderen Seite, so in der Kritik zu stehen, ist wahrscheinlich auch nur bei zwei Vereinen in Deutschland möglich. Weil es halt nicht reicht. Also es ist die beste Punkteausbeute aller BVB-Trainer bisher. Und trotzdem sprechen wir nicht über den unangefochtenen Tabellenführer. Und das ist ja das größere Bild, in das das Ganze, in die auch diese Diskussion eingepflanzt ist, dass wir in einer Welt leben, in der in 10 Bundesliga-Jahren 8-mal der FC Bayern Meister wird und es vielleicht 2 Jahre gibt, in denen man die Chance hat, selbst Meister zu werden. Und da hatte man in der letzten Saison eine Situation, in der Dortmund 9 Punkte vor war und das nicht geschafft hat, nach Hause zu bringen. Und man hat in dieser Saison eine Situation, in der man zwischendurch mal das Gefühl hatte, die Bayern lassen unnatürlich viele Punkte liegen. Haben wir jetzt schon so viele Niederlagen wie im letzten Jahr. Und das ist, glaube ich, der größere Kontext. Deswegen reden wir über einen Trainer, obwohl er sehr erfolgreich ist, obwohl er ganz hervorragende Zahlen bieten kann, weil sich einfach die Bundesliga als Wettbewerb, es ist kein wirklicher Wettbewerb mehr. Dahin hat sich's verändert. Ich glaube, was für ihn erschwerend hinzukommt, ist, dass er natürlich in ganz große Fußstapfen tritt von Jürgen Klopp. Ja, jeder hat immer noch Kloppo vor Augen, wie er da an der Linie, der eben beides befriedigt, öffentlichkeitswirksam da Entertainment-Qualitäten hat wie kein zweiter Trainer, aber auch im Innenverhältnis Richtung Mannschaft eine Begeisterung und Feuer entfacht. Und das ist natürlich eine Benchmark, da kann man eigentlich nur drunter springen. Hatte man aber ja früher bei Gladbach auch. Jeder Gladbach-Trainer wurde an Favre gemessen. Jetzt bei Marco Rose scheint der erste Trainer sich etabliert zu haben von diesen Machenschaften. Dennoch, ich sage nochmal, es ist sein Job, mit den Möglichkeiten, die Borussia Dortmund mittlerweile hat, eine Balance hinzukriegen zwischen attraktivem offensivem Fußball und defensiven Problemen, die sie notorisch nicht in den Griff kriegen. Sie haben Spiele verloren, wenn sie die nicht verloren, wenn so geschenkt. Aber sie haben auf eine Art Spiele verloren, wo sie geführt haben, wo sie stärker waren.
Und sie haben es nicht hingekriegt im Laufe der Saison, sonst würden sie heute anders dastehen als jetzt. Sie sind immer noch erstaunlich weit, weit, weit oben dran. Aber Marcel, das ist ein gutes Argument und richtig, weil es da um eine inhaltliche, fachliche Frage nur geht. So. Aber das Argument darf ich nicht gelten, weil das da am Ende die Frage ist, ich bewerte schon die fachlichen, inhaltlichen Qualitäten. Das ist das, was entscheidend ist. Und ob der am Ende Eloquenz an den Tag legt bei Interviews, das ist wünschenswert, aber nicht für mich das entscheidende Kriterium. Auch Kaderzusammenstellung in Dortmund sind sie ja sehr schnell von außen die Führungsriege und du hast ja so das Gefühl, sie gucken sehr kritisch auf ihren eigenen Trainer zu wollen. Sie haben aber auch den Kader so zusammengestellt. Wenn du dir jetzt das Spiel am Freitag gegen Frankfurt anguckst, Reus nicht dabei und Julian Brandt nicht dabei. Plötzlich hatten wir hinten Can und Witzel auf den Sechsern und jetzt hattest du so das Gefühl, jetzt könnte es gehen. Also zwei super Offensivspieler, Julian Brandt zuzugucken, ist die reine Freude Spaß, in der Saison. Aber wieder einer, der vorne für das Spektakel, für die 5 Tore sorgt, die Haaland dann, von denen Haaland 6 macht dann wieder. Nur wenn's enger wird, hast du jetzt eine Stabilität gehabt. Frankfurt hat nicht den Hauch einer Chance gehabt, nie durch irgendwas durchgekommen. Also fast zum eigenen Glück gezwungen. Das ist auch die Krux der guten Tat, dieses super, super Kader. Sancho, Haaland, Brandt, Reus, you name it. Ja? Aber jetzt müssen sie auch mal, und er auch, dann muss er sich halt durchsetzen. Und dann muss er halt sagen, Spektakel, sehr schön. Jetzt wollen wir mal erstmal das Ding stabil hinkriegen. Und das muss ich von dem Trainer verlangen, sorry. Okay, dann wollen wir mal gucken gleich. Ob wir ihm das zutrauen oder nicht, noch mal einen Sportsinn. Jetzt sag laut, was du gerade gesagt hast. Ich finde, Lucien Favre liefert ab. Die Tabelle kann man sich angucken. Ich finde, Leipzig hat einen Ausreißer nach oben. Im Moment Tabellenführer. Wahrscheinlich heute wird Bayern wieder Tabellenführer sein. Dortmund wird dann vielleicht 4 Punkte hinter Bayern München sein. Ich finde, er liefert ab. Und Max hat vorhin was Richtiges gesagt. Bayern München 8-mal hintereinander deutscher Meister. Ja, warum denn auch? Weil sie sich die besten Spieler kaufen können. Wenn man guckt, es gibt ja so eine Tabelle mittlerweile, wer welches Gehaltsvolumen hat. Bei Bayern München lag das, glaube ich, bei 350 Millionen. Ist ja klar, machen auch 700 Millionen Umsatz. So, ihr werdet da nie hinkommen mit 200 Millionen Umsatz. Na, dann könnt ihr irgendwann vielleicht 80, 90 Millionen mal ausgeben. Man sagt ja so roundabout 50% vom Umsatz kann ich in Gehälter investieren. Ungefähr. Deswegen sage ich ja, wir haben keinen wirklichen Wettbewerb, weil Bayern München ganz weit weg ist oben. Und die können ins oberste Regal gucken. Dann müssen alle warten. Dann kann Dortmund reingucken. Vielleicht kann dann irgendwann Leipzig reingucken. Und ihr, und deswegen macht ihr so einen tollen Job. Ihr seid Vierter. Ihr könnt eigentlich aber erst an 5. oder 6. Stelle reingucken in das Regal, weil vor euch, glaube ich, ist eher noch Bayer Leverkusen, die noch viel mehr Möglichkeiten haben, finanzieller Art. Oder eben auch Hoffenheim zum Beispiel, die sind ja völlig unterschätzt. Also die greifen ja auch immer ins oberste Regal zum Teil. So, und deswegen, ihr seid gerade am die obersten. Hertha nicht zu vergessen. Bitte? Hertha kann jetzt mittlerweile, ja, Hertha kann ins oberste Regal reingreifen, weil sie im Moment einen Investor haben und das Geld da ist. Ja, selbstverständlich. Andreas, dann machen wir doch damit weiter, oder? Hm? Ein Lieblingsthema. Ja, du, wie hat er schon mit der Hufe, das sehe ich doch schon wieder. Merke ich das schon wieder. Also der 6. Trainerwechsel. Übergang so gemacht hat. War vielleicht einer der ungewöhnlichsten der Bundesliga-Geschichte. Am Dienstagmorgen teilte Jürgen Klinsmann per Facebook-Post mit, dass er zurücktritt als Trainer von Hertha BSC. Weder die Mannschaft noch die Clubführung wussten Bescheid, also eine Riesenaufregung. Nur die Spieler ließen sich anstecken und gewannen gestern in Paderborn. So schaut's aus. Wem gehört eigentlich dieser Sieg? Dem großen Krisenmanager Preetz, der das Chaos von Klinsmann ordnen musste, oder doch noch Klinsmann, dessen Co-Trainer, den er persönlich ausgewählt hat, seine Arbeit einfach fortgesetzt hat? 5 Tage nach Klinsmanns dämlichem Abgang hat die Hertha jedenfalls mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. Es kann also nicht alles schlecht gewesen sein, was der Blonde mit der großen Strahlkraft in Berlin angestoßen hat. Schade und unerklärlich, warum sich Klinsmann mit einer Kündigung ausgerechnet via Facebook vom Strahlemann zum Blender gemacht hat. Die Art und Weise natürlich fragwürdig. So schaut's aus. Großes Entsetzen bei allen, die in Berlin etwas zu sagen haben oder etwas zu sagen haben wollen. Völlig überrascht. Natürlich überraschend, das heitere im Himmel. Und dabei haben die drei Hertha-Musketiere dem Klinsmann doch jeden Wunsch erfüllt. Fast jeden. Ich bin bis heute im Prinzip im vertragslosen Zustand. Natürlich gab es einen gültigen Arbeitsvertrag. Doch Klinsmanns Umfeld versichert, diesen Vertrag hat Klinsmann nie unterschrieben. So schaut's aus. Ziehen wir mal Bilanz.
Klinsmann hat in 9 Bundesligaspielen 12 Punkte geholt. Das ist nicht super prickelnd, aber insgesamt in Ordnung. Preetz ist in 11 Jahren als Hertha-Manager zweimal abgestiegen und hat das graue Maus-Image des Vereins zementiert. Preetz' Bilanz ist eine Bilanz des Stillstands. So schaut's aus. Man wird den Eindruck nicht los, dass Klinsmanns Abgang manchen Herren gar nicht so ungelegen kommt, dem Investor schon. Windhorst braucht jetzt einen neuen Gewährsmann. Alle anderen haben plötzlich ein schönes Alibi. Klinsi ist schuld und keiner fragt, wer vor ihm dafür verantwortlich war, dass dieser Club der langweiligste Hauptstadtclub Europas war. So schaut's aus. Axel, wer ist denn nun schuld an diesem ganzen Chaos? Wenn man das so ich sehe das schon Chaos. Ich meine, man hat sich dafür entschieden, Jürgen Klinsmann zu holen bis zum Sommer. Es gab ein Commitment bis zum Sommer. Also es war kein Chaos bisher ausgebrochen bis zum Dienstagmorgen. Bin schön gemütlich in mein Büro gefahren. Dann mich jemand angerufen hat gesagt, Jürgen Klinsmann wäre zurückgetreten. Da habe ich gesagt, ja, lustig. Ja, das wäre auf Facebook, würde das stehen. Ja, da habe ich gedacht, wurde gehackt. Völlig egal. So. Und dann stimmte das wirklich. Also ich habe von Chaos da noch nichts gesehen. Also ich kann bis heute nicht nachvollziehen, dass Jürgen Klinsmann, er sagt es ja selber, hat sich entschieden, er möchte einen neuen Vertrag machen über den Sommer hinaus. Und bloß weil man da nicht einig geworden ist, zu sagen, ich hau jetzt mal in den Sack. Das geht für mich gar nicht. Also unter Fußballern, wenn einer einfach mal abhaut, hätte man gesagt, Kameradenschwein. Also Entschuldigung, das geht gar nicht. Das ist verantwortungslos, das macht man nicht. Egal, was da hinter den Kulissen vielleicht passiert ist, mag ja irgendwas sein. Aber das geht gar nicht. Und ich finde, ja, also das kam in dem Bericht ganz gut rüber, die Art und Weise, da einfach in den Sack zu hauen, unterirdisch. Tut mir leid. Ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, das wissen wir auch, dass das ein Abgang war, der nicht in Ordnung war. Trotzdem wirft das ganze Konstrukt für mich, ich sag mal, als Neutralem, der sich das aus der Vogelperspektive anzuschauen, Fragen auf. Also ich habe mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, nichts gegen Investoren in der Frage, wenn sie sich an die Spielregeln halten, das haben sie sich in dem Fall ja getan, ist alles in Ordnung. Aber warum ein Investor am Ende zu einer Mannschaft spricht, warum ein Investor bei einer Pressekonferenz dort zugegen ist. Ich verstehe zwar, dass man als Hertha BSC Berlin sagt, wir wollen den Schulterschluss dokumentieren, aber dass am Ende ein Investor die Zielsetzungen formuliert und sagt, wie am Ende die Perspektive sein soll, also das muss ich ehrlich sagen, geht für mich völlig in die falsche Richtung. Und daran erkenne ich auch das Problem in der Ausgangslage. Ein Investor hat am Ende, der hat ja keinen altruistischen Ansatz und sagt, ich will jetzt mal meinem Lieblingsclub Hertha das Geld zur Verfügung stellen. Der will Geld verdienen. Und er hat aber einen anderen Zeithorizont, nämlich 5, 6, 8 Jahre vielleicht. Keine Ahnung, was Herr... Aber dann hast du nicht hingehört. Ich will aber sagen. Aber, lass uns das gleich vertiefen. Lass uns gleich vertiefen. Hi von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check24 Doppelpass. Jürgen Klinsmann ist zurück in Kalifornien und der Investor bei der Pressekonferenz. Und da hast du gesagt, das geht nicht. Nein, das heißt, es geht nicht, aber der Eindruck, der da vermittelt wird, ist für mich einer, den ich nicht so prickelnd finde, ja? Weil ich am Ende sage, Investoren gut und schön, sollen auch schön die Kohle hier hinbringen, aber wenn der Eindruck vermittelt wird, dass die auch ins operative Geschäft möglicherweise eingreifen, dann geht das in die falsche Richtung und ich denke ganz einfach, dass Investoren auf anderen Zeithorizonten, Axel hat mich ja eben belehrt, dass der Investor gesagt hat, dass er ja mindestens 10 Jahre bleiben wird. Das ist vielleicht sogar 20, 30. Vielleicht auch 20 Jahre. Aber das ist der Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal, einer Konzern, denke, angestellten Managern eines Konzerns und eines Familienbetriebes. Ja? Die einen denken in Quartalen und Saisons und die anderen denken in Generationen. Und ich denke, dass es da irgendwann mal zu einem großen Problem kommen kann. Und jetzt stellt man sich nur mal vor, dass Jürgen Klinsmann sich nicht so desaströs verhalten hat, wie er es jetzt getan hat, sondern dass man am Ende gesagt hätte, wir machen am Ende die Saison zu Ende. Und er hätte dann die Schicksalsfrage gestellt an den Investor und an die Verantwortlichen, hätte gesagt, ich möchte jetzt aber die Entscheidungskompetenzen von Preetz bekommen. Ich bin mal gespannt, was dann passiert wird. Aber du suggerierst hier, dass der Investor ein Durchgriffsrecht hat. Das hat er ja selber betont, weil er das nicht hat. Wir haben gerade darüber geredet, wie ist denn die Konstellation? GmbH und Co. KG,
er hat 49% der Anteile der KG gekauft, richtig? So, jetzt würden die Menschen sagen, ah ja, mehr kann Hertha nicht verkaufen. Völliger Blödsinn. Von der KG kannst du 100% verkaufen, weil die GmbH führt die Geschäfte. Da gibt es zwei Geschäftsführer, Preetz und Schiller. So, das heißt, der Investor hat überhaupt keine Möglichkeiten, ins operative Geschäft einzugreifen. Aber der Eindruck, der vermittelt wird, Axel, ist doch das ist der Eindruck, der ist bei dir vermittelt wird. Also, Preetz hat Klinsmann geholt, willst du mir erzählen? Hundertprozentig. Warum hat er nicht vorher schon mal geholt? Er hat es doch selber beschrieben. Er hat ihn sogar besucht in Kalifornien, haben die schon mal drüber gesprochen. Weißt du, was eigentlich die Idee war? Eigentlich war die Idee, Klinsmann und Čović zusammen hinzustellen, aber Jürgen hat sich immer dagegen gewehrt, aber das zu machen. Warte, dann gab es den November, wissen wir ja alle, Čović hat nicht funktioniert und dann hat Preetz ihn angerufen und hat gesagt, so, jetzt hast du die Möglichkeit. Und dann hat er ein Commitment gemacht bis zum Sommer. So, jetzt werden aber erstmal war es Aufsichtsrat. Und das hat Preetz ihn erstmal in den Aufsichtsrat gebracht. Übrigens, war er schon im Aufsichtsrat. Im Aufsichtsrat war er ja drin. Übrigens auch so ein Ding, im Aufsichtsrat der GmbH und Co. KG. Nicht im Aufsichtsrat des Vereins, auch nicht im Präsidium. Wir müssen schon ein bisschen präzise bleiben. So, und dann hat Klinsmann sich committed als Trainer bis zum Sommer. Jetzt wird da bestimmt intern, werden die sich bestimmt irgendwie mal gesagt haben, na, können wir das nicht so machen. Klinsmann sagt ja, der Vorwurf ist, er will mehr Macht haben. Ich glaube, es gibt wenige Vereine, du kannst es mir vielleicht bestätigen, bei Hertha ist es zum Beispiel so, wenn du einen Spieler verpflichten willst, müssen der Trainer und der Manager zustimmen, sonst wird es vom Präsidium nicht abgesegnet. Mehr Macht, finde ich, geht nicht, oder? Was ein Trainer haben kann. Ja, aber dann ist der umso unverständlicher, dass Jürgen Klinsmann dann hinschmeißt, wenn der Trainer so viel Macht hatte. Sag ich doch. Ja, weil er wahrscheinlich Präsident sein wollte und Greenkeeper zugleich. Klar. Aber Axel, du hast doch recht, dass der Investor, ich sag mal, einen Stellenwert bei euch bekommen hat. Ich habe noch nie gehört, dass der Allianz-Vorstand bei Bayern in die Kabine gegangen ist und die Zielsetzung formuliert hat oder dass er bei einer Pressekonferenz war. Aber das heißt, hier sprechen wir darüber, das ist der einzige Kritikpunkt. Ansonsten glaube ich schon, dass Ingo Schiller und Preetz werden das wunderbar machen. Da habe ich gar keine Zweifel. Aber hier geht es doch darum, der Eindruck, der vermittelt wird, ist, dass hier ein Investor da ist, der schleust noch einen Trainer ein, ich sag's mal mit dem Augenzwinkern, und gibt die Zielsetzungen vor und setzt sich dahin und gibt die, ich sag mal, Erklärungen ab, die normalerweise andere Leute abkleben sollen. Wenn es aber transparent gemacht wird, dann sollten wir auch nicht uns blind stellen. Also das ist ein Investor, der mit so viel reinsteigt wie der Windhorst bei Hertha, dass der sehr wohl auch sich äußern darf, dass der Ziele formulieren darf auf lange Sicht. Ich glaube, hier ist ein großes Problem auch passiert, weil du den Club zu einem Weltstadtclub machen willst und nur noch gucken musst, ein bisschen nebenbei in der ersten Liga zu bleiben. Also nur musst du in Paderborn spielen, bevor du Weltclub wirst. Das alles ist, glaube ich, so ein bisschen durcheinander gegangen. Aber dass Investoren in Zukunft sicher nicht weniger, sondern mehr sich auch äußern werden dürfen. Allianz hat hier 8,5%. Bayern ist dann doch schon eine andere Hausnummer im Moment noch als Hertha. Solange das transparent ist und wir alle hätten aufgeschrien, wenn der Windhorst nicht bei der Pressekonferenz gewesen wäre, weil dann wäre es nur rumgehalten. Das war ja die einzige Frage. Bleibt er noch? Was ist jetzt? Steht er hinter Klinsmann oder steht er hinter dem Club? Auf welcher Seite steht er? Das musste, glaube ich, klar und deutlich gemacht werden. Und solange das transparent passiert, bin ich da nicht so dass die Investoren die Vereinspolitik öffentlich erklären, halte ich für gewöhnungsbedürftig. Das ist das, was ich gesagt habe. Er hat nicht so viel die Vereinspolitik erklärt. Er hat erklärt, dass er nicht gut findet, wie Klinsmann gegangen ist. Und damit war klar. Aber das ist ja klar. Das sagen wir ja das alle. War sehr, ne? Ja. Aber von ihm war es sehr wichtig, weil Klinsmann war sein Mann. Aber übrigens mal nebenbei, ich fand den Auftritt von Lars Windhorst, weil da wird ja auch immer ganz viel reininterpretiert, ich fand den sehr, sehr klar, wie er erklärt hat, wie enttäuscht er von Jürgen Klinsmann ist. Das ist ja übrigens, er hat Jürgen Klinsmann als Berater geholt, noch ist Jürgen Klinsmann auch sein Berater bei der Tenor. Also von daher, finde ich, war das ein klarer Auftritt. Und dann hat er eins gesagt zu seinem Invest, was du vorhin gesagt hast, der will ja nicht kurzfristig Rendite. Er gibt ja mal zwei Möglichkeiten, sich Rendite zu besorgen. Oder er jedenfalls nicht kurzfristig. Er hat gesagt, aber warum macht das denn sonst? Ja, gar nicht. Ja, genau. Also. Das ist ein Land. Warum legst du dir Gold ins Depot? Da kriegst du keine Rendite kurzfristig, um Werterhaltung. Weil es besser aussieht als Silber. Weil du hoffst,
dass das Gold mehr, dass es mehr wert wird. Eine Wertsteigerung gibt. Ganz genau. Und das ist seine Idee von der ganzen Sache. Er hat gesagt, er hat in seiner Tenor Holding auch andere Invest. Okay. Aber er hat gesagt, bei Hertha ist es nicht kurzfristig auf Rendite oder Dividende angelegt, sondern langfristig auf Wertsteigerung. Aber und das ist doch legitim. Er ist angestellt. Jürgen Klinsmann hat Geld bezogen vom Investor aus Tenor. So. Ja. Und ist gleichzeitig Trainer bei Hertha BSC Berlin. Das ist doch, also dass man sich daran nicht stören kann, das wundert mich jetzt. Also ob das so noch gewesen ist als Trainer, dass er gleichzeitig noch Geld gekriegt hat vom Investor, das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Aber du hast es gerade behauptet. Nein, habe ich nicht behauptet. Ich habe gesagt, aber es könnte ja sein, weil du gerade gesagt hast, dass er von Tenor noch Geld bekommen hat. Ja? Er wurde doch geholt als für Tenor als der sportliche Berater. Genau. So, dann kam die Situation, hey, du musst helfen, so. Trainer bis zum Sommer. Und da gehe ich natürlich davon aus, dass er in dem Zeitraum nur noch Geld bekommen hat von Hertha. Gehe ich jedenfalls mal von aus. Das weiß ich denn am Ende auch nicht. Ich auch nicht. So, aber das Entscheidende ist, wie gesagt, nochmal, ich bin hier nicht der Anwalt von Lars Windhorst. Ich finde nur eins, die Möglichkeiten, die Hertha hat jetzt, sind, glaube ich, seit 50 Jahren die besten Möglichkeiten, wirklich oben mal nachhaltig reinzurutschen. Und deswegen, das wird sich zeigen, ja. Ja, aber es ist auf jeden Fall, die Möglichkeit ist auf jeden Fall da. So, und Lars Windhorst wird ja auch immer ein bisschen kritisiert. Bisher muss doch der Verein gar nicht mal irgendwie zweifeln an dem Mann. Der hat zwei Tranchen zu bezahlen gehabt und die hat er pünktlich bezahlt. Also können wir doch jetzt mal sagen, okay, Respekt, der Mann, der will investieren. Und dass der langfristig damit Geld verdienen will, ist doch völlig normal. Weil wenn Hertha BSC nämlich erfolgreich ist und schafft es in die Euroleague oder vielleicht irgendwann mal in die Champions League, dann verbessert man seine Einnahmesituation, wunderbar, und dann steigt der Wert des ganzen Unternehmens. Und dann soll auch er partizipieren, das ist doch völlig normal. Aber wie monetarisiert er dann diese Wertsteigerung? Das ist doch die Frage. Und indem er seine Anteile verkauft oder vielleicht geht man wie Borussia Dortmund an die Börse und verkauft Aktien, dann kriegt man sein Geld auch wieder. Aber du siehst, wenn ich vor Jahren investiert hätte, hätte ich weder in Gold investiert, sondern in die Aktie von Borussia Mönchengladbach, wenn es eine gegeben hätte. Weil da natürlich, zusammenkommt in der Frage. Deswegen sage ich, die Wertsteigerung muss ja nicht nur durch eine Finanzspritze oder durch einen Investor sein, sondern durch kluges und vernünftiges Management gibt es ja auch eine Alternative dazu. Ne? Ja, aber wie kann man denn Geld verdienen als Investor bei einem Fußballverein aus deiner Sicht? Ich denke, da hat Axel natürlich recht. Ich glaube schon, dass man jetzt, man hat ja eine Bewertungsposition gehabt, was das Unternehmen wert ist, und hat dann runtergebrochen, hat gesagt, okay, die 49,% sind eben 224 Millionen wert, glaube ich. Ich habe jetzt ja auch nur die Medienzahlen. So. Und man hofft darauf, und das ist sicherlich auch verständlich, denn die Branche im Fußballbereich, die galoppiert da im Gegensatz zu anderen. Wir haben überall Anlagenotstand in unserem Lande. Ja? Keiner weiß, wo sein Geld hingeht. Es gibt Negativzinsen. Ja. Dass man dann auf eine Idee kommen kann, in einer prosperierenden Branche Geld einzulegen, ist erstmal nicht doof. Das verstehe ich. So, und das Geld verdient man dann damit, wenn natürlich dieses Unternehmen sich entwickelt und meine Anteile, die ich gekauft habe für 224 Millionen, in 8 oder 10 Jahren vielleicht 300 Millionen wert sind. Mhm. Und das Gap ist dann mein Gewinn. Ich sage doch nur, dass es ein Problem werden kann, wenn die Zeitachse am Ende, ich weiß nicht, ob Herr Winters auch bereit ist, dann Kapital in die Frage der Infrastruktur, Stadien oder sonstiges, die eben halt noch einen viel längeren Zeitraum als 8 oder 10 Jahre den übrigen Investorenzeitraum haben, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich sage nur, dass es ein Problem werden könnte in der Frage der Zeitachse, der unterschiedlichen Ausrichtung, und dass er dann am Ende es zu einer Interessenkollision kommen kann, nicht mehr und nicht weniger. Wenn ein Club sich völlig ausliefert, dann wird es immer ein Problem sein können. Wenn ein Club aber klare Vorstellungen hat und die in die Gespräche mit dem Investor einfließen und wenn das alles transparent passiert, Leute, glaube ich, wird es uns nicht helfen, wenn wir die reine Lehre von wir alle müssen es machen wie die Borussia. Das gut ab. Ich kann mich nicht beruhigen über, wie toll bei Borussia gearbeitet wurde. Ja, ist aber ganz ehrlich, Hertha ist in einer völlig anderen Position. Okay. Warte ganz kurz. Ja. Es geht doch darum bei Hertha, dass du einen Investor gefunden hast, der aus meiner Sicht überproportional viel Geld investieren will und dass er das irgendwann wiederhaben will. So. Dass du dann als das Ziel, ist mir übrigens lieber, als wenn einer dann, kommt und nur mit aber, dem Herzen. Dass du dann als Ziel auch sagst, Geld geht, ja. Ich habe das nicht so richtig komplett verfolgt bei der Pressekonferenz, dass dieser, wo wir ja mit angefangen haben, der Rücktritt vom Jürgen Klinsmann, dass der aufgrund dieser Art und Weise seines Rücktritts in seiner Firma auch nicht mehr reinpasst als Aufsichtsratsmitglied. Ja. Das ist das, was der gesagt hat. Dass er irgendwann Geld verdienen will, ist doch auch normal, wenn du dieses Geld investierst in einen Verein. Und das wird jetzt umso schwieriger, weil du ja Multiplikator, wie der Jürgen war, nicht mehr zur Verfügung hast. So.
Das heißt, du stehst im Prinzip vor dem Ruin, den du vorher hattest, wo du nicht wusstest, geht das in die zweite Liga? So, jetzt hast du in Paderborn gewonnen, jetzt ist das Thema eigentlich, glaube ich, durch. Auf der anderen Seite hast du eine Situation in Berlin, wo du sagst, wo wir angefangen haben mit Jürgen Klinsmann, er geht hin, sagt, so wie ich das mitgekriegt habe, der Ablauf, erst der Mannschaft Bescheid, dass er nicht mehr macht und dann den Offizier. Erstmal hat er Facebook Bescheid gesagt. Oder erstmal alle Facebook. er hat zuerst wohl auch dem Lars Windhorst Bescheid gesagt. Das darf man nicht vergessen. Also ja gut, dann nehme ich das mal. Lars Windhorst sagt, das gab so ein Zitat in der Bild-Zeitung und Lars Windhorst hat gesagt, nein, er wusste das erst am Dienstagmorgen. Leute, aber die Abläufe haben nicht wir andere Informationen, sagen wir so. Also, der Mensch, im Prinzip der geschäftsfähig aber, sein soll, wenn du eine Zusage gibst, und das ist das, was mich stört. Ja, natürlich, was denn so? Wenn du eine Zusage gibst und sagst, pass mal auf, ich mach das bis Ende der Saison und wir reißen das Ding hier, macht euch keinen Kopf, wir reißen das. Und gehst dann nach einer Niederlage, wo ich sage, das kann immer mal passieren, aber dann schon so erbost in die Kabine, so, und aber schmeißt dann die Brocken hin. Aber das war doch schon im Winter, Rainer. Es war ja schon, da fing das ja schon an, im Trainingslager. Ne? Du kannst nicht hingehen und sagen, pass auf. Haben wir gesagt, die Art und Weise ist nicht in Ordnung, natürlich. Das sind sich das ja vollkommen richtig. Das meine ich, das ist die entscheidende Frage. So, und wenn ich persönlich jemandem gesagt habe, pass auf, ich bleibe bis Ende der Saison, dann habe ich das verdammt nochmal zu tun. So, und dann muss ich auch sagen, danach, ich habe noch bis Juni habe ich noch Zeit, mich darüber zu unterhalten, was mit mir passiert. Ja. Da sind wir uns ja alle einig. Die Art und Weise und auch diese Investorendebatte ist eine wichtige Debatte, die auch geführt werden muss. Aber auch da werden wir beobachten müssen, wie sich das Verhältnis zwischen Investor und Vereinsführung in der Zukunft entwickelt. Also tun wir doch einfach mal kurz so, als wäre irgendeine Oma in Berlin gestorben und hätte 220 Millionen an Hertha BSC überwiesen. Die eigentliche fachliche Diskussion, die doch geführt werden sollte, ist, was tut man jetzt mit diesen Investitionen? Welche sportliche Vision hat man für diesen Verein? Und da sehe ich ehrlich gesagt das viel größere Delta zwischen Anspruch und Realität. Zwischen dem, warum siehst du das? Weil dieselben Leute immer noch am Werk sind? Oder was wolltest du damit sagen? Ich sehe Askasiba als Neuzugang im Winter für eine Position, auf der ich jetzt nicht das größte Problem gesehen hätte. Ja. Ich sehe den Willen, einen mitreißenden Fußball zu spielen. Und gleichzeitig sehe ich aber auch, dass man in Paderborn mit Fünferkette auftritt und einen nicht besonders den schnellsten Spieler mit Pekarik gegen Andrej Aceh stellt. Es geht gut, also es ist alles legitim, wenn man jetzt auch die Klasse hält. Aber mich interessiert, wie will man die hohen sportlichen Ziele wirklich umsetzen? Denn ohne Fußball zu spielen, wird man auch nicht sich für die Champions League qualifizieren. Ja, die Ziele, das ist ja ganz klar. Aber die Ziele bleiben, ja, ne? Oder? Also, dann glaubst du, sie ändern sich mal, ne? Ich finde Hertha, das graue Maus mag ich, ich bin Hertha-Fan, also deswegen mag ich diese Titulierung. Das haben ja noch graue Trikots gestern graue Maus, ja, ich mag gesehen? Das nicht. So. Man hat sich im Mittelfeld der Liga etabliert, finde ich, mit normalen Mitteln, wie vielleicht Borussia Mönchengladbach, vielleicht ein bisschen mehr, aber auch nicht viel. So hat man sich etabliert. Jetzt kommt ein Investor, der sagt, ich gebe 230 Millionen in den Verein. Der selber noch sagt, okay, wenn es mehr kostet, gebe ich noch mehr rein. Dass du dann nicht die Zielsetzung machen kannst, ich möchte weiterhin Zehnter sein, ist ja wohl mal ganz klar, oder? So, und das hat man übrigens vor der Saison, hat Michael Preetz gesagt, klar, genauso wie ich gerade, ja, selbstverständlich wollen wir dann nach Europa. Na, selbstverständlich wollen wir anderen Fußball spielen. Wir haben andere Möglichkeiten. Dann hat man Luke Bacchio geholt, finde ich, ein sehr, sehr talentierter Spieler. Ich finde, ein bisschen von der Einstellung hat der ein Problem. Jetzt im Winter hat man 75 Millionen, glaube ich, investiert. Mhm. Ich finde, gestern hat man gesehen, Kunja, richtig gutes Spiel gemacht. Piontek für 24 Millionen von AC Mailand, richtig gutes Spiel gemacht. Toussaint ist ja immer noch in Lyon, der kommt erst im Sommer. Also du musst natürlich qualitativ gute Spieler holen, hochwertige Spieler holen, um da oben anzugreifen. Ich bin auch gespannt, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Aber erstmal, finde ich, ist da eine Vision drin. Und also deswegen nochmal, ich finde, das ist die größte Chance der letzten 50 Jahre für Hertha BSC. Und ich sehe auch bei dem Investor, sehe ich jetzt nicht, er hat keine Durchgriffsmöglichkeiten. Was soll er denn machen? Was ist der Haken an der ganzen Geschichte für Hertha BSC? Muss mir keiner sagen. An der Investorengeschichte. Was soll der Haken sein? Gut, als Spieler hättest du ihn trotzdem nicht gerne in der Kabine gehabt. Und da sagt er dir, wie du zu spielen hast. Was ist der Haken? Du musst mir jetzt den Haken nennen. Der hat das Geld gegeben. Er hat 49% Anteile der KG. Er hat übrigens Jürgen Klinsmann, wo der drin gesessen hat, in dem Aufsichtsrat der GmbH und Co. KG. Da kannst du, ich habe selber, mein Unternehmen ist auch eine GmbH und Co. KG, deswegen weiß ich das. Da kannst du ungefähr den Wirtschaftsprüfer, den kannst du benennen. Sonst kannst du gar nichts machen. Aber du hast jetzt ja als offensichtlicher Fan, hast du ja Tränen in den Augen vor Freude, wenn du über den Investor redest und trägst das hier auch entsprechend vor. Ich freue mich. Das ist wunderbar. Aber jetzt muss ja das hat ja Max angesprochen, jetzt muss das auch passieren. Jetzt ist dieser wirkliche Batzen Geld dafür, Herrn
Preetz, der schon mal von KKR, glaube ich, vor ein paar Jahren, da waren 40 Millionen echt noch viel wert, die auch nicht so eingesetzt hat, dass Hertha da in der Zeit einen Sprung gemacht hat, in meiner Erinnerung. Ich weiß nicht, wann die Investition stattgefunden hat. Fünf, sechs Jahre hier. Ja, ist doch so. Und da ist jetzt gefordert an den handelnden Personen. Klinsmann war offensichtlich die zentrale handelnde Person in diesem ganzen Spiel für den Außenstehenden. Also bei KKR war das Geld doch nicht dafür da, um neue Spieler zu holen. Da hat man Rechte zurückgekauft, um dann wieder mehr liquide zu sein. Aber deswegen, bitte präzise. So, und jetzt ist es Geld. Hertha hat 50% deiner Anteile verkauft, kann mit dem Geld machen, was sie wollen. So, können in Spieler investieren. So, also eine bessere, du warst immer gegen Investoren, eigentlich. Also bei 50+1 so einen Investor zu finden, der mit solchen, ja, mit, oder unter solchen Bedingungen einsteigt und so viel Geld gibt. Es ging nichts mit einzuwerfen. Das muss auch gescheit passieren. Ja, jetzt. Aber, du bist der Fußballer. Dreistellige Millionen Die Spieler, die sie geholt haben, Kunja, wie hat man gestern gesehen? Piontek, wunderbar. Toussaint, sagt jeder. Sprech mit den Leuten, die sich auskennen, weil sagen alle, boah. Aber wer hat die, jetzt rennt das Ding auch ein bisschen hoch. 2-1 in Paderborn gewonnen, hat 80 Millionen Leute eingekauft. Und der hat also, bitte. Ja, Paderborn in 20 Jahren, der hat die Historie nicht ausgegeben. Das kann man jetzt schön polemisch hinknallen. Ja, hast du doch auch gemacht. Du hast positiv polemisch gemacht. Wir haben 2-1 in Paderborn gewonnen. Das ist despektierlich Paderborn gegenüber. Bloß mal nebenbei. Die haben letzte Woche 1-1 gegen Gelsenkirchen gespielt. Das ist der Tabellenletzter von der Bundesliga. Die machen, finde ich, mit ihren Möglichkeiten überragenden Job. Sind unheimlich unangenehm zu spielen, weil die so unorthodox spielen. So. Und am Ende, was war denn wichtig jetzt am Samstag bei dem Spiel? 3 Punkte. So, und die hat man geholt. Natürlich sah aber das da alles nicht toll aus. Da kannst du auch nicht Kunja und Piontek und die anderen so bewerten, wie du es gerade getan hast. Ich habe gerade gesagt, ich habe mich ein bisschen umgehört in der Liga, wie die Spieler bewerten. Und bisher ist da unisono alle gesagt, boah, tolle Spieler, mit denen kann man eine ganze Menge anfangen. So, das ist nur meine Bewertung an der ganzen Geschichte. Und du hast gerade gefragt, wer hat die Spieler geholt? Ich habe es doch gerade gesagt. Es gibt einen Präsidiumsbeschluss, wo beide zustimmen müssen. Trainer und Manager. Also kann Jürgen Klinsmann doch jetzt nicht einfach behaupten, ach naja, eigentlich hatte ich da mangelndes Vertrauen. Aber oder zu wenig Macht. Würde ja dann aber auch heißen, dass Alexander Nuri der Trainer ist, mit dem Hertha BSC jetzt dann in die Europa League und dann die Champions League ins Visier nehmen also möchte. Mein Traum ist, das weiß ich nicht, mein Traum ist eins, der wohnt wahrscheinlich hier noch irgendwo, oder in Salzburg wohnt der, glaube ich, Niko Kovac, ist ein Berliner Junge, großartiger Trainer, erfolgreich in... Wette ich um Essen, dass der nicht kommt. Aber ja, mag ja sein, aber man kann ja träumen. Man kann ja träumen und kann man sagen... Okay, aber dann holt doch jetzt einen Trainer, der zustimmen muss, das hast du ja gerade sehr gut erklärt, dann holt doch jetzt gerade der falsche Trainer, in Anführungszeichen, nichts gegen Alexander Nuri, aber nicht der Trainer, mit dem man diese fußballerische Vision umsetzen kann, gerade die Spieler. Und ist da nicht dann schon wieder ein grundlegendes Problem? Das kann trotzdem irgendwie gut gehen. Im Moment holst du doch keine Spieler. Es ist doch erstmal bis zum Sommer. Mach doch mal langsam nochmal. Sie mussten Sommer gucken, dass sie das in der ersten Liga bleiben. Weil sonst, das war ja eine absurde Situation. Du hörtest, was alles jetzt in der Hertha und in Berlin passieren soll. Und sie kriegen von Mainz 05 die Hucke voll. Also immer irgendwo sagst du dann, die Kinder, seid ihr Realitätsverlust, ich bin verrückt geworden. Hm. Ich glaube, sie sind gut beraten, bis zum Sommer sich das in Ruhe anzugucken. Und natürlich muss ein Ruck jetzt mit diesem Geld auch durch Hertha durchgehen. Also das machen wir uns mal nichts vor. Du hörst es nicht gern, Axel, nur, weißt du, ich habe das irgendwo mal gesagt, bei Union stellen sich 3 Leute hin, singen ein Lied, da ist Berlin sofort höchst interessiert. Bei Hertha kann passieren, was will, ist das alles so ein bisschen, ja, halt Hertha, Stadionfrage. Das sind viele Dinge, die zusammenkommen müssen. Aber dieser Schritt mit diesem Investor ist richtig. Und Klinsmann hat der Sache nicht gedient, dass er zu einem Zeitpunkt X einfach hinschmeißt, wie, das ist nicht geschäftsfähig. So kannst du nicht, wenn du diese Pläne hast und diese Möglichkeiten jetzt wie Hertha, kannst du so nicht mit der Sache umgehen. Ich glaube, und da der Kader ist wird jetzt gemacht. Es ist eigentlich sehr schade an der Stelle, dass wir wieder unterbrechen müssen. Wir müssen Andreas auch verabschieden. Der muss, auf Investorensuche bin ich. Ja, du hast privates Wichtig. Andreas, vielen Dank. Danke. Bis dann. Für deinen Besuch. Gleich noch das hier. Die Szene des Spieltages, das war diese für uns. Werden wir gleich auch noch mal drüber sprechen. Rainer, dein Trainer mit Raphael. Was da genau passiert ist, kannst du uns gleich ganz in Ruhe verraten. Nach uns Pirr Landstein und Hadi Töne ist ja Gastgeber. So, hi von Hals und Ben. Wir sind aber zurück live. Welthotel am Münchner Flughafen beim Check24. Was wollen von Axel noch schnell eine Einschätzung haben? Wo landet Hertha am Ende der Saison? Nicht abgestiegen,
dann im Sommer Niko Kovac geholt, wenn Niko dazuguckt, ich hole dich mit der Schubkarre ab und nächstes Jahr das möchte ich sehen. Euroleague, mache ich, definitiv. Vor allen Dingen hat er gar keine Kraft in den Armen. Ich habe aber eine Schubkarre. Gut, so, jetzt schauen wir noch auf unsere neue Rubrik, die Szene des Spieltags. So, gestern nach dem Spiel in Düsseldorf, Marco Rose, der Trainer von Borussia Mönchengladbach, im Gespräch mit Raphael. Ich hoffe, wir sehen es auch mal. Wir müssen es uns denken. Wir können es nachspielen. Da, jetzt haben wir es. Rainer, was war los? Du kannst uns am besten erklären. Ich kann das nur so erklären. Ich habe noch keinen Kontakt weder mit dem einen noch mit dem anderen gehabt. Aber ich kann es nur so erklären. Der Rafa hat ja den Spitznamen Papa. Und der Marco ist auch Papa. Also, dass sich zwei Väter unterhalten haben am Spielfeld. Über Kindererziehung oder was wolltest du jetzt sagen? Das weiß ich jetzt nicht. Deswegen habe ich ja gesagt, ich habe noch keinen Kontakt gehabt mit beiden. So. Ich glaube, er musste ihn ein bisschen trösten, ne? Das kann durchaus sein. Wahrscheinlich, weil er nicht reingekommen ist. Ich denke, er hat aber so einen verständnisvollen Ausdruck gehabt. Er spielt nicht mehr so viel, ne? Nee. Genau darum soll es wohl gegangen sein. Also das hat Marco Rose dann später gesagt im On-Field-Interview, dass Raphael schon dreimal zur Einwechslung bereitstand in vergangenen Spielen und jeweils irgendwas passiert ist, auf das man reagieren musste, er deswegen nicht kommen konnte. Und jetzt hat er natürlich in dieser Partie auch wieder nicht gespielt. Und das hat er halt noch auf dem Feld adressiert, nach dem, was er gesagt hat. Aber ist doch klasse, wenn du sowas dann direkt nach dem Spiel dem Spieler erklärst. Wenn man weiß, was man einem verdienten Spieler wie Raphael gegenüber schuldig ist. Und wenn ein Trainer das spürt, nach so einem Sieg nicht erst mal in der Kurve rumfahren. Genau, da musst du erst mal dran denken, dass du das zu tun hast. Und eine Kabine zu entsprechend deswegen, zu bedienen. Deswegen haben wir die Szene nämlich aus der Seele, deswegen haben wir die Szene auch rausgenommen. Weil, nein. Komm, du hast genug gezahlt, du hast ja kein Geld, das ist ja Quatsch. Danke dir. Nein. Aber deswegen die Szene des Spieltages. Also, Menschlichkeit, was wir ab und zu auch mal einfordern. Ah, das ist aber so, schön, hier wird schon fleißig gezahlt. Ja, super. Ja, Axel hat Geld mitgebracht. Rate mal von wem. Rate mal von wem er das hat. Der Windhorst hat mir was überwiesen. So, also dann macht ihr mal das Schwarzwein voll. Und das war eigentlich in der Schubkarre. Spenden, liebe Zuschauer vom FC Bayern Fanhaus Weinsberg und von der Malle-Runde Dotternhausen, vielen Dank. Und Check24 verdoppelt wie immer ihre Spenden. So, und an alle ein Sendehinweis. Heute Abend fliegen nämlich die Fäuste live auf Sport1 Kickboxen. Unter anderem mit der ungeschlagenen Weltmeisterin Marie Lang. Also 20.45 Uhr live einschalten gilt natürlich auch für euch. Danke. Ja, guten Abend, Thomas. Wunderbar. Rainer, vielen Dank für den Besuch. Alles Gute. Danke, war gerne hier. Wir machen immer so eine kleine Absprache. Wenn ihr Meister werdet, kommst du aber, ne? Was war? Wenn ihr Meister werdet, wovon wir ausgehen, bist du wieder da. Alles klar, kannst du nächstes Mal auch ein bisschen mehr Geld mit. Danke an euch. Danke ans Publikum. Schönen Sonntag. Prost. Der Meister, machst du gleich. Cool, Landstein. Habt ihr schon viel Spaß damit.